Ton, kein Ton, jetzt Ton. 1, 2, Test. Ja, ich glaube, jetzt hört man mich, oder? Also, nochmal. Hallo, meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Was wäre es auch für ein Smart Home Yourself Stream, wenn hier auf Anhieb der Ton funktionieren würde? Wir wollen ja unserem Motto treu bleiben. Irgendwas muss es ja zu tun geben am Anfang. Spaß beiseite. Also, schön, dass ihr alle dabei seid. Heute für alle Arduino-Einsteiger bzw. alle Arduino-Entwickler, die bisher noch mit der Arduino-IDE entwickeln. An die richtet sich der heutige Stream und zwar möchten wir euch heute einmal die Software Platform.io bzw. die Software Visual Studio Code mit der Integration Platform.io vorstellen. Dazu haben wir heute nochmal den Jürgen dabei. Der hat mich nämlich auf dieses Thema aufmerksam gemacht, beziehungsweise mich gefragt, ob wir das Ganze nicht mal angehen sollen. Und insofern bin ich heute eher mal der Moderator, sagen wir mal so. Und der Jürgen würde euch das ganze Thema jetzt mal präsentieren. Und insofern würde ich sagen, den holen wir jetzt einfach erstmal mit dazu. Jürgen, hast du noch Ja, ich habe. irgendein Bild für uns? Ich blende hier gerade irgendwie den grauen Chat ein. Ich kann mal eben hier versuchen, meine Kamera zu teilen, ob das geht. Das wäre Kannst du super. gucken? So, Ja, du bist zwar sehr hell, funktioniert aber doch. das sieht gut aus. Ja, das ist Krasser hier mal Kontrast zu nicht. meinem Kamerabild, aber das ist ja schön. So. Ja, hört ihr den Jürgen auch alle? Mal eben kurz direkt vorab gefragt. 1, 2, 3, Test. Ich hoffe, wir bleiben unserem Motto nicht treu und man hört mich. Ich sag jetzt einfach mal ja, dein Pegel schlägt hier zumindest aus. Jawohl, da kommt auch die Bestätigung. Der Ton von dir ist auch da. Wunderbar. Ja, wie der Daniel schon angekündigt hat, wollen wir uns heute mal darum kümmern, ob es nicht was Besseres oder was Leichteres Besseres kann man ja nicht so sagen, weil besser ist Ich immer glaube, in dem Fall relativ. ist besser schon richtig, aber es ist natürlich immer ein bisschen Geschmackssache. Es ist Geschmackssache und es ist auch so ein bisschen Gewohnheitssache. Wer sich bis dato an die Arduino-IDE gewöhnt hat, der wechselt sehr, sehr ungern. Das kann ich auch verstehen. Aber wie gesagt, ich hatte den Daniel ja gesagt und es geht hier heute nicht nur um Arduino. Viele verknüpfen Arduino ja mit Arduino Uno und Nano und was weiß ich was, sondern auch gleichzeitig über die ganzen ESP-Geschichten wie ESP8266, ESP32, ESP-CAM und was es da so alles gibt. Darauf gehen wir auch ein und wir gehen darauf ein, was ist der Unterschied, was sind da für Besonderheiten in Platform.io beziehungsweise in Visual Studio Code. Wenn jetzt jemand hier im Live-Chat ist, wie wir schon im Vorfeld festgestellt haben, der natürlich schon Profi-Programmierer ist, der wird heute nichts Neues kennenlernen und der wird auch nichts Neues erfahren. An der Stelle Dieser hake ich mal Live. kurz ein. Das bezieht sich darauf, dass ich auf Instagram eine Nachricht gekriegt habe, ob wir über einen bestimmten Blog, über einen Blogeintrag gestolpert wären. Und er wäre gespannt, ob er jetzt hier im Stream auch noch was dazu lernen könnte. Der Blog, der führte schon sehr ausführlich aus, wie man VS Code richtig einrichtet, was man damit alles machen kann. Also. Genau, also das ist sicherlich jetzt gerade von diesem Stream nicht die Zielgruppe, sondern uns geht es wirklich um komplette Neueinsteiger. Genau, also blutige Anfänger in Visual Studio Code und ja, vor dem Nutzen der Software muss man natürlich einiges beherzigen und einiges wissen, wie man das richtig installiert, weil Visual Studio Code ist eigentlich nur die obere Plattform und die eigentliche Arbeit für unsere ganzen Mikrocontroller übernimmt in diesem Fall ein Plugin für Visual Studio Code. Dieses Plugin, das nennt sich Platform.io. Das ist eines der Plattforms, der Plugins, die ich dort installieren kann in Visual Studio Code.
Und es gibt natürlich noch tausend weitere Plugins für Superprogrammierer und so weiter und so fort. Aber wir bleiben heute beim Einstieg, so dass ihr es mal gesehen habt und dass ihr es mal kennengelernt habt und dass es da durchaus eine Alternative gibt zur altbekannten Arduino IDE. Ja? Also darum geht es heute und Profis werden nichts Neues erfahren, denn ich halte das alles so einfach wie nur möglich. Ja? Und darum geht es heute. Genau, ja, du hast mir das am Freitag ja schon so ein bisschen gezeigt. Ich muss ja gestehen, wie ich gerade auch im Chat schon geschrieben habe, ich will nicht sagen, ich war ein Verweigerer vom Visual Studio Code. Visual Studio Code hatte ich für Android-Entwicklung schon so ein bisschen genutzt, hatte dann auch immer das Vorhaben, mal endlich das Plattform.io einzubinden und das entsprechend auch mal zu nutzen, aber wie der Mensch dann halt so ist, man nimmt immer noch das aus Bequemlichkeit, was man kennt. Das war für mich die Arduino IDE und ja, so viel habe ich in letzter Zeit auch ehrlich gesagt gar nicht mehr damit gemacht. Und für so Kleinigkeiten, ja, da reichte mir das Ganze noch. Aber ich muss sagen, wo ich am Freitag dann doch mal mit dem Jürgen zusammen das Ganze bei mir eingerichtet habe, habe ich mir so ein bisschen selber auf die Finger gehauen und gesagt, Mensch, eigentlich alleine schon für die Autovervollständigung etc., für solche Features hätte ich diesen Schritt schon lange gehen müssen. Aber wollen wir jetzt gar nicht so viel noch um den heißen Brei rumreden, sondern damit die Leute, die bisher noch keine Berührung damit hatten, überhaupt wissen, wovon wir jetzt hier gerade reden, würde ich sagen. Jürgen, ich schalte dir einfach mal das Vollbild rüber. Möchtest du den Bildschirm direkt teilen oder? Ich kann den Bildschirm jetzt mal direkt teilen. Mhm. Ich klicke mal hier auf Bildschirm teilen und gehe dann mal hier in Bildschirme. Wo habe ich denn meine Bildschirme hier? Dort. So, und ich sage dann. Ja. 20, 30 Frames. Warum teilt er den Bildschirm? Moment, es handelt sich nur noch. Ich guck mal eben kurz in der Zeit in den Chat. Kommt auch was über ESP, IDF und Eclipse? Nee, ich schätze mal, auf so Themen werden wir jetzt erstmal aktuell nicht eingehen. Aber ich sag schon mal wieder direkt wie immer, wenn ihr da natürlich irgendwelche Wünsche habt, dass wir das Thema fortsetzen, lasst uns das gerne wie immer in den Kommentaren oder im Streamchat wissen und dann können wir das Ganze natürlich mal für einen neuen Stream entsprechend aufbereiten. Ah, Jürgen hat seinen Bildschirm geteilt. Ja, es hat geklappt. Wie gesagt, ich muss für Streams meistens immer. Ja, ich muss für Streams, wenn wir Streams machen, immer hier Windows starten, obwohl ich ein Verfechter von Windows bin. Aber es geht nicht anders, weil Discord unter Linux, das ist immer mit Abbrüchen verbunden. Ich hoffe, ihr seht jetzt hier alle meinen Screen. Und bevor wir natürlich loslegen, brauchen wir natürlich die Software. Und ich habe hier mal meinen Browser geöffnet und da seht ihr jetzt hier die Seite von Visual Studio Code. Kurz mal zur Historie. Visual Studio Code unterliegt der GNU Public License. Das heißt, es ist von Microsoft freigegeben worden. Also man kann es durchaus benutzen, ohne dafür eine Lizenz zu haben. Und man geht einfach hier auf diese Seite. Daniel wird die Links mit Sicherheit noch posten, die wir heute benutzen werden, unterhalb des Streams dann einfügen. Dann seht ihr auch hier die Links, wo ich jetzt das alles downloaden kann. Genau, ich schreibe schon mal ein bisschen mit, vielleicht an der Stelle noch mal kurz erwähnt, wenn das Video online geht, kurz danach aktualisiere ich in der Regel auch immer das Inhaltsverzeichnis, dass ihr auch die Themenabschnitte im Stream, wenn ihr den später schaut, noch sehen könnt. Wenn ich mal irgendwas vergesse an Themenblöcken oder an Links, gerne einen Hinweis in die Kommentare, dann ergänze ich das noch. Genau, also das ist alles keine Schwierigkeit. So, jetzt seht ihr hier die Download-Seite von Visual Studio Code und natürlich gibt es das, wie viele andere Programme auch, für die verschiedenen Betriebssysteme, Windows, Linux und auch Macintosh.
Und man muss sich natürlich dann jetzt für sein Betriebssystem hier das Nötige runterladen. Ich habe aus Zeitgründen natürlich das schon getan. Ich habe mir also hier den Installer für Windows runtergeladen und auf meine Festplatte abgespeichert. Und jetzt ist es so, dass man für die Arbeit mit Visual Studio Code und mit Plattform.io noch zwei weitere Dinge braucht. Das wäre dann zum nächsten Python, ja, und zwar in der Version größer 3.5. Ja, die meisten haben es vielleicht schon unter Windows installiert, viele haben es aber noch nicht installiert und die können sich das dann auch unter diesem Link python.org/Windows herunterladen. Dann geht man hier auf dieses Clap-Down-Menü, Downloads und dann eben hier Windows und dann ist die neueste Version am heutigen Tag die Version 3.9.1. Da klickt man drauf und dann wird es auch heruntergeladen. Auch das habe ich im Vorfeld schon gemacht, aus Zeitgründen. Und jetzt geht man noch hin und sollte nach Möglichkeit, es ist keine Pflicht, aber wenn man mit Visual Studio Code beziehungsweise mit Plattform.io vernünftig arbeiten will, auch Repositories klonen will und so weiter und so fort, dann braucht man auch noch das Programm Git. Ja, das gibt es auch für Windows. Auch diesen Link wird der Daniel unter der Videobeschreibung tun. Und dann geht man auf diese Seite hier von gitsmc.com/downloads. Und auch für die Software ist für die verschiedenen Betriebssysteme vorhanden, also Mac, Linux und eben Windows. Man klickt dann hier einmal auf dieses Windows, tut das Downloaden und dann ist die Sache eigentlich schon beendet. Also man hat dann alle drei wichtigen Programme und jetzt kommt die Reihenfolge, die man da nach Möglichkeit einhalten sollte. Das ist zum einen, dass man sagt, ich fange an mit der Installation. Ich habe das hier in einem Verzeichnis drin und zwar auf meiner C-Platte im Verzeichnis Tutorial und dann habe ich hier noch ein anderes Verzeichnis gemacht für den heutigen Stream und ich habe es hier in Download, glaube ich, reingetan. Also wo es natürlich im Endeffekt liegen wird, das liegt natürlich an dem Download-Ordner. Man startet dann die Installation erstmal von Visual Studio Code und tut die dann abarbeiten, sodass dann Visual Studio Code installiert ist. Wenn das getan ist, fängt man mit dem nächsten Programm. Wollt ihr das nicht eigentlich einmal machen? Nee, mache ich nicht, weil, wie gesagt, es dauert sehr lange, zumal auf meinem Rechner jetzt hier, weil er im Hintergrund immer wieder was tut, was eigentlich sehr lange dauert, weil das ist ja hier mein Arbeitsrechner, wo ich ja auch für meine Firma arbeite und im Hintergrund habe ich ein großes Ding offen, das sehr langsam ist. Und ich möchte beim Livestream vermeiden, dass wir hier eine Dreiviertelstunde warten. Also jeder wird in der Lage sein, die Visual Studio Code Exe zu starten und dann immer weiter auf OK. Da gibt es auch keine großen Einstellungen, solange bis die Installation beendet ist. Das Einzige, was man da noch gefragt wird, ist, wünschen Sie ein Icon auf dem Desktop? Wer es möchte, kann es dann tun. Bei dem zweiten Programm, wie gesagt, das ist Python. Da muss man eins beachten, wenn man Python installiert, erhält man irgendwann, wenn man es startet, die Installationsexe, diesen Bildschirm. Und da bitte nicht, wie die meisten machen, lesen ist Luxus. Ich brauche nicht lesen, ich klicke immer nur auf OK, 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 aber dann hat man eins übersprungen. Und zwar wird man gleich am Anfang von Python gefragt. Hier unten seht ihr das, da müsst ihr zwei Haken setzen. Einmal Installer Launcher for all users, ja, so dass alle Users Python eben nutzen können und nicht nur der Administrator. Und der zweite Haken hier unten, der ist ganz wichtig bei Python. Add Python 3. irgendwas
zu Pfad. Das heißt, wenn ihr den Haken weglässt, dann wird Visual Studio Code und auch Plattform.io, das Plugin, Python nicht finden und ihr bekommt dann in Visual Studio Code eben immer Fehler, wie zum Beispiel, kann Python nicht finden, kann das nicht finden. Also bei Python darauf achten, wenn man die Exe startet, die Installations-Exe, hier unten die beiden Haken anklicken und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Alles andere könnt ihr immer mit OK oder mit Weiter bestätigen. Also kein großes Hexenwerk. Dann gibt es noch eben das Programm Git, was ich ja gesagt habe. Auch da gibt es keine Schwierigkeiten. Einfach die Setup-Exe von Git aufrufen und immer nur auf Weiter klicken und gar keine besonderen Einstellungen machen. Ja? Aber wie gesagt, einfach nur immer auf Weiter. Wenn man diese drei Programme dann installiert hat, dann kann man schon hingehen und zum allerersten Mal eben hier unser Visual Studio Code laden. Ja. Der Startbildschirm ist immer mal ein bisschen anders. Bei mir sieht der jetzt so aus. Das ist eine ganz frische Installation von Visual Studio Code. Und es kann natürlich auch sein, dass er bei euch anders startet, in einem anderen Screen. Aber wie gesagt, wenn er gestartet ist, sieht es ungefähr so aus. Man hat hier auf der linken Seite einige Icons hier, die sind wichtig. Und natürlich auch hier unten in dieser blauen unteren Statusleiste, die ist eigentlich auch sehr, sehr wichtig, wenn man hier mit Visual Studio Code arbeitet. Da gibt er euch Statusmeldungen aus und was er gerade tut oder was er auch gerade nicht tun will, weil irgendwas falsch ist oder so. Also diese untere blaue Statusleiste immer mal wieder im Auge behalten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt haben wir hier eben Visual Studio Code gestartet. Jetzt fehlt natürlich noch das eigentliche Arbeitspferd für unsere Mikrocontroller, wie den Arduino, ESP und so weiter. Und zwar hatte ich ja gesagt, das ist ein Plugin. Und dieses Plugin, das nennt sich Plattform.io. Ich gehe mit der Maus hier auf die linke Seite, wo diese Icons sind. Ihr seht anhand dieses Aliens hier, dass ich das schon installiert habe. Denn dieses Alien, was hier angezeigt wird auf der linken Seite, das ist schon Plattform.io. Ihr müsst einfach hier auf diese Kästchen hier gehen, auf diese Vierecke, einmal draufklicken. Dann kriegt ihr hier die ganzen Plugins, die es da gibt, die zur Verfügung steht, angezeigt. Und das sind mehrere hunderte, habe ich mal gezählt. Also für jeden was dabei, Profis und so weiter, werden dann natürlich andere Plugins noch mit installieren. Bei mir habe ich hier nur ein paar installiert. Ihr geht dann hier in das Suchfeld und gibt dort einfach mal ein Plattform.io. Mehr braucht ihr nicht angeben und dann kriegt ihr sofort ganz oben angezeigt hier Plattform.io IDE. Da klickt ihr einmal drauf und dann seht ihr hier bei mir, ich kann nur noch Uninstall machen. Bei euch würde dann hier Install erscheinen und da klickt ihr dann drauf. Dann erscheint hier unten im rechten Bildschirmrand so ein Pop-up oder so. So ein Pop-up erscheint dann hier, Downloading Plattform.io. Ja? Und bitte nicht nervös werden, nichts machen, gar nichts. Weder hier die Icons klicken noch irgendwie sonst was, sondern warten, bis diese Installation beendet ist. Ich meine, ich kann es hier mal ganz kurz uninstall machen. Das habe ich jetzt weggemacht und jetzt klicke ich das mal an und sage dann Install und dann eben kann man hier sehen, bei mir nicht, weil ich es schon installiert habe, es dauert eine Zeit lang. Es kann, wenn der Rechner oder die Internetverbindung langsam ist, durchaus mal eben 8, 9 oder 10 Minuten dauern. Ja, also hier unten auf das
im rechten Bildschirm kriegt ihr so ein Pop-up-Fenster, Downloading, Plattform.io. Und erst wenn der sagt, finished, alles okay, dann geht ihr hin und das solltet ihr machen, weil das Plugin wird erst nach einem Neustart geladen. Dann geht ihr einfach mal hin, klickt hier oben auf File, beendet mal Visual Studio Code und startet es einmal neu. Das solltet ihr machen. Wenn ihr das nicht macht, kann es zu Problemen kommen. Und dann erst, dann erst seht ihr hier auf der linken Seite diesen Alien, ich glaube, das soll ein Alien darstellen, dann habt ihr Plattform.io installiert. Ja? So, dazu kommt noch, wenn Plattform.io installiert ist, erscheint hier unten in der blauen Statusleiste so ein Häuschen, ja, so ein kleines Häuschen. Das zeigt euch auch an, dass Plattform.io installiert ist. Wenn ihr jetzt hier unten auf dieses Häuschen klickt, dann lädt er hier in diesem Bereich des Bildschirms jetzt Plattform.io. Das ist dieses Plugin, was uns erlaubt, unsere Arduinos, unsere ESPs und was auch immer zu programmieren. Ja? Ich hake mal kurz ein, hier kommt gerade im Chat eine Frage, warum nicht das Arduino-Plugin? Sehe gerade, dass es das auch gibt. Kennst du kann das? Kann man machen. Ja, gibt es alle. Aber ihr braucht zum Programmieren diese Plattform.io. Ja, alles andere kommen wir später zu. Ich werde später dazu noch mal was sagen, was ein Framework ist und so weiter und so fort. Ich kann euch nur sagen, ihr braucht dieses Plattform.io. Ja? Sicherlich gibt es andere Frameworks für PIC-Controller und was es dadurch alle gibt. Wir arbeiten mit der Arduino-Framework und ihr werdet nachher auch sehen, was ich damit meine. So, jetzt ist hier eben dieses Plattform.io geöffnet und ihr seht hier Menü, New Project, Import Arduino Project, Open Project und eben Project Examples. Ja? So, des Weiteren erscheinen hier für Plattform.io auch einige Icons und zwar befinden wir uns jetzt hier im Home. Dann hier habe ich Project. Hier seht ihr schon, ich habe schon einige Projekte für heute vorbereitet, um euch das auch zu zeigen, wo man da drauf achten muss und so weiter. Habe ich hier mal 3 Projekte vorbereitet. Das Icon Inspect, da gehen wir gar nicht heute drauf ein, weil das brauchen wir das nur eigentlich, wenn ich in den Debug-Modus gehe. Aber das wäre dann für Fortgeschrittene. Wer sich dafür interessiert, wie gesagt, Plattform.io hat eine sehr, sehr gute Dokumentation. Kann man bei Google aufrufen und sich da suchen lassen. Und auch von hier aus komme ich auch ganz schnell zu der Plattform.io-Seite, wo die Dokumentation ist. Allerdings nur in Englisch. Aber wie gesagt, mit dem Menüpunkt Inspect werden wir uns heute gar nicht beschäftigen. Wie gesagt, es soll ein Einsteigerkurs sein und kein Fortgeschrittener. Also der Inspect nächste bezieht sich rein eher auf die Debugging-Funktionalität, genau, die da drinsteckt. Genau. Also falls das den einen oder anderen interessieren sollte, ich bin ja eh noch gebeten worden, meine Treppensteuerung Home Assistant kompatibel zu machen, beziehungsweise auch die RGB-Variante eben nicht Home Assistant abhängig zu machen. Und in dem Zuge wäre das für mich so der Anlass, mal mit dem Plattform.io das Ganze umzusetzen. Heißt, da würde ich mich jetzt in nächster Zeit eh so ein bisschen einarbeiten. Da wird sicher auch das Debugging für mich eine große Rolle spielen. Und von daher, wenn euch das Thema interessiert, wie immer, lasst es uns in den Kommentaren oder im Chat wissen. Und dann schauen wir uns das in einem weiteren Stream nochmal an. Genau. Also Fortgeschrittene macht der Daniel mit Sicherheit da weiter. Daniel ist ja auch vom Beruf Programmierer. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin kein Programmierer. Was heißt zu deiner Schande? Ich bin dafür Laie bei der Elektrotechnik, also von daher. Ja, ich bin also ein Fachmann für Elektronik und so, für Entwicklung von Platinen und sowas. Das ist mein Beruf. Und von Programmierung, sage ich das mal, um das mal in Prozentzahlen auszudrücken, vielleicht 40% Verständnis und der Rest ist einfach gar nichts. Ja, also ich bin kein Programmierer.
Zu dem Menüpunkt Libraries. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Da gehen wir auch später drauf ein. Wie kann ich innerhalb von Visual Studio Code beziehungsweise Plattform.io Libraries installieren und wie finde ich die und so weiter. Ihr kennt das von eurer Arduino IDE. Ich habe sie hier auch offen. Da war es ja so gewesen, dass ihr meistens hier auf Sketch gegangen seid und dann hier gesagt habt, Bibliotheken einbinden und Bibliotheken verwalten. Und ihr konntet dann im Nachhinein hier eure Bibliothek suchen. Ja, aber wie gesagt, das gibt es natürlich auch in. Ups, ich. Das. Hört ihr mich noch? Ja. Weil ich sehe, dass der Stream bei YouTube gestoppt ist, aber ist egal. Siehst du das nicht? Ich habe ja YouTube offen hier, nö, und ich sehe, es ist ein Fehler aufgetreten. Kann natürlich an mir liegen. So, also zu dem Menüpunkt Libraries, da kommen wir noch zu. Das ist ein wichtiger Menüpunkt. Dann natürlich zu dem Menüpunkt Boards. Es gibt ja unterschiedliche Boards, wie gesagt, ESP, Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mini und so weiter. Und ein Unterschied hier ist auch, er kennt auch diese ganze Atmel-Familie, wie diese ganz kleinen Dinge. Atmel zum Beispiel, ich arbeite mit diesen ganz kleinen Dingern auch sehr gerne, um da nicht ein Board zu verschwenden. Wenn ich da nur ein I.O.-Port brauche, nehme ich einfach irgendwas anderes. Visual Studio Code und Plattform.io, die kennen mittlerweile, hier steht es hier oben, 800 verschiedene Boards. Ja, 800, oh, das ist schon eine Menge. Ja. Und damit wird man immer fündig, auch den ESP32 kennt er und die ganzen Derivate von dem ESP32. Ja, wenn ich dann immer höre, du, ich habe einen ESP32, kannst du mir da helfen? Ja, Leute, von dem ESP32 gibt es so viele unterschiedliche, ihr seht das hier, das wäre die erste Seite und das geht hier bis Page 10. Ja. Es gibt die hier von Adafruit, den Fasar oder den, aber wie gesagt, Plattform.io hat sie alle drin und man findet sie auch. Ja. Und der nächste Punkt ist eben diese Plattforms. Wie gesagt, wir arbeiten hauptsächlich hier in der Plattform Atmel, weil wir hauptsächlich mit Atmel-Computer arbeiten oder eben mit der Espressif 32 oder mit der Espressif 8266. Ja, wie man die installiert und wie man die da einbindet, werde ich nachher auch drauf eingehen. So, des Weiteren gibt es dann noch den Menüpunkt Devices. Und hier kann ich genau sehen, wenn ich jetzt mein Gerät an den USB-Port angeschlossen habe, erstmal sehe ich, wie viele USB-Ports hat mein Computer und wie viele USB-Ports oder COM-Ports. Wo ist mein ESP32, den ich hier auf dem Tisch liegen habe, um da gleich zu programmieren? Der ist bei mir hier an COM16 angeschlossen. Sobald ihr die NodeMCU ansteckt an den USB-Port, erscheint hier unter Devices eben die Meldung, wo der jetzt dran hängt. Ja, das kommt gerade nochmal die Frage rein, Infineon XMC-Familie auch dabei? Alles, alles, alles dabei. Intel, alles, was das Herz begehrt. Ja, also diese Umgebung hier, Visual Studio Code und Plattform.io und die ganzen anderen Plugins sind schon auf den Profi ausgelegt. Ja, und wir werden gleich dazu kommen, die Profis, wie zum Beispiel der Programmierer von Tasmota. Ja, wenn ihr euch mal den Quellcode von Tasmota anguckt, ja, das ist ja ein Wahnsinn, was der Mann da programmiert hat. Ja, der hat sich ja die Finger totgetippt beim Programmieren. Das sind nicht mal eben 50 Zeilen Code. Da werden dann nachher drauf kommen, wie viel Zeilen Code der da programmiert hat. Ja. Und Visual Studio Code erlaubt es mir,
innerhalb des Codes verschiedene Dinge zu tun, ja, die die eigentliche Arduino IDE so nicht mitbringt. Ja. Also unser Programmierer, den ich da kenne auf der Arbeit, der sagt immer, Arduino IDE ist was für Pussis. Aber gut, jedem das seine. Hier sieht man auf jeden Fall unter Devices, welche COM-Ports sind. Und ich kann auch sehen, wenn ich hier oben mal schaue, hier ist jetzt, bin ich auf Serial, zeigt er mir die Serial-Ports an. Ich kann mir auch alle Festplattenlaufwerke hier anzeigen lassen. Und natürlich auch, wenn man später mal over the air flashen will, zeigt er mir hier natürlich auch an, was hier over the air geflasht werden kann, jetzt hier in meinem Raum über OTA. Ja, das ist dann, wäre das der Link hier. Und dann sehe ich auch die IP-Adresse von dem Gerät. Das ist hier jetzt ein Sonoff-Gerät und der hat die IP bei mir 191 und den Port 8081. Ja? Also das ist auch ein gutes Feature, um, wenn ich jetzt mehrere Tasmota-Geräte hier in meinem Haus habe, um mal zu gucken, was für einen Link haben die, wie spreche ich die an, um OTA-Programmierung zu machen und welchen Port und welche IP-Adresse. Ja? Das ist ja auch meistens immer wichtig zu wissen, dass ich die IP-Adresse rausfinde und auf welchen Port eben das Webinterface da bei dem Gerät eben hört. Bei mir ist das 8081. Ja? Also unter Devices kriegt man schon einiges mit, was hier am Bach ist, was hier los ist. Jo. Jetzt ist es so, dass die Sachen, die ich aufrufe, hier oben in der Menüleiste immer offen bleiben. Ich schließe jetzt hier mal die Home-Sachen von Plattform.io und wir fangen mal an, ein einziges Projekt selbst zu erstellen. Also ich möchte jetzt ganz einfach ein Projekt erstellen. Das ist einfach ganz einfach. Ich starte, wie gesagt, hier mit dem Häuschen. Die Plattform.io, das Plattform.io-Plugin und gehe jetzt einfach hin und sage mal New Project. Als erstes muss ich einen Projektnamen angeben, den nenne ich jetzt mal Tutorial, ja, Tutorial, so, und hier unten in der nächsten Zeile steht Board. Plattform.io und Visual Studio Code erkennen oder kennen im Moment über 969 verschiedene Boards. Das kann sein der ESP32, Arduino Uno und so weiter und so fort. Ich klicke einmal hier in das Feld und jetzt gibt es eine ellenlange Liste mit den ganzen Boards, aber ich kann aber auch ganz einfach hier unten nochmal Arduino Uno schreiben und schon wird der mir hier in der Liste angezeigt, Arduino Uno. So, das Framework ist bei uns in unserem Fall immer das gleiche, nämlich Arduino. Ja, wir arbeiten grundsätzlich, egal ob wir den ESP programmieren oder eben unsere Arduino Uno, Arduino Mini und was auch immer, wir arbeiten in der Framework Arduino. Ja, es gibt noch andere Frameworks, die ich installieren kann und die ich nutzen kann. Zum Beispiel habe ich hier diese Simba-Framework. Die ist hauptsächlich für meinen 3D-Printer gedacht. Der verlangt die Framework Simba. Oder auch manche CNC-Maschinen, die man da so im Keller stehen hat oder so oder selbst gebaut hat, die brauchen eine andere Framework. Wir arbeiten aber grundsätzlich bei unseren Mikrocontrollern in der Framework Arduino. So, als nächstes habe ich hier Location, also Lokation, wo will ich mein Projekt speichern. Da ist ein Haken drin und er sagt, er tut sie also in die Default Location auf der Festplatte. Wenn ich das nicht möchte, dann kann ich auch ganz einfach hier den Haken wegnehmen. Und erhalte dann hier eine Auswahl, wohin ich mein Projekt jetzt speichern möchte. Das heißt, ich gehe hier auf C und suche mir mal hier einen Ordner aus. Uff, was habe ich hier für Ordner? Gehen wir mal hier in Intel. So,
Und dann sage ich, hier in dem Ordner Intel möchte ich mein Projekt speichern. Dann sage ich einfach nur Finish. Dann dauert es einen kleinen Moment und voilà, er hat das Projekt angelegt. Und ihr seht jetzt hier auf der linken Seite das gesamte Projekt. Ja, wer sich jetzt hier wundert, warum das so viele Ordner sind und was das alles bedeutet, wie gesagt, in euer Arduino IDE, wenn ihr die startet, dann erhaltet ihr ja diesen Bildschirm hier, wo schon Void Setup und Void Loop drin steht und ihr könntet jetzt hier anfangen, den Sketch zu schreiben. Und in der Arduino IDE haben die Sketche ja immer die Endung .ino, ja, für den normalen User, sag ich mal. Denn im Hintergrund macht die Arduino IDE eigentlich auch nichts anderes wie eben Visual Studio Code beziehungsweise Plattform IO. Weil die Foundation von der Arduino IDE das aber hier für Nicht-Profis gemacht haben, läuft das eigentlich bei der IDE alles in dem Hintergrund, ja. Aber er macht genau das Gleiche. Diese Arduino IDE legt die gleichen Files an und die heißen auch gleich, ja. Das werden wir, wenn wir tiefer in die IDE einsteigen würden, hier von Arduino auch sehen, ja. Wer sich da mal mit beschäftigt, weiß das. Wir gehen aber zurück zu unserem Plattform IO, zu unserem Visual Studio Code. Und wir sehen jetzt hier, ja, hier gibt es gar keine Datei, wo ich Setup um Loop habe. Doch, die ist da. Und zwar auf der linken Seite gibt es einen Ordner, der heißt SRC für Sources. Dort ist ein größeres Zeichen. Da klicke ich einmal drauf und dann klappt das offen. Und hier gibt es eine main.cpp. Ja. Diese Main-CPP, die wird auch in der Arduino-IDE angelegt. Nur ihr kriegt davon nichts mit und ihr seht das auch nicht. Ja? Aber die wird auch angelegt. Und wenn ich jetzt hier diese Main-CPP mir mal angucke, CPP steht übrigens für C++. Ja? Also Start C++, Main CPP. Und wenn ich da mal draufklicke, ja, dann erhalte ich das Altgewohnte, wie ihr hier sehen könnt, Void Setup und auch Void Loop. Der einzige Unterschied zu der Arduino IDE, wenn ich da etwas aufrufe, da habe ich nur Void Setup und Void Loop. Ich habe aber keine Library, die hier aufgerufen wird, wenn ich das zum ersten Mal starte. Wenn ich aber zurückwechsle und hier mal schaue, da steht schon eine includete Library drin, nämlich includearduino.h. Die muss in all unseren Programmen, egal ob wir den Arduino Uno, den Arduino Nano oder ein ESP programmieren oder sonst was wollen, ihr müsst als allererstes hier Plattform IO mitteilen, nutze die Framework Arduino. Damit teile ich dem Programm hier mit, ich programmiere jetzt hier in der Framework Arduino. Deswegen steht hier Arduino.h. Ja, die muss in all den Programmen drinstehen. Wenn ihr mal Programme importiert, die ihr früher mal in dieser alten IDE geschrieben habt, dann müsst ihr unbedingt ganz oben am Kopf diese Zeile einfügen. Arduino.h. Ja, damit teilt ihr dem Programm mit, ich arbeite in der Framework Arduino. So, und dann, wie gehabt, habe ich jetzt hier mein Void Setup und auch hier mein Void Loop. Und kommen wir jetzt mal dazu, welche Vorteile habe ich durch diese IDE hier, ja? Durch dieses Programm. Ich zeige euch mal einige der Vorteile. Wie der Daniel ja schon angesprochen hat, ist es ja so, dass der Autocomplete hat. Ich gehe jetzt hier mal in die
Void Setup rein. Lösche mal hier den Kommentar raus und initialisiere mal den Serial Monitor. Ich gebe also an S und sobald ich das S gedrückt habe, gibt er mir hier schon Vorschläge. Ich akzeptiere den ersten Vorschlag, sage dann Serial.begin, ja, öffne dann die Klammer und dann seht ihr hier schon, der macht die Klammer auf und Klammer zu. Ja. Hier ist falsch geschrieben. Ich glaube, das wird Großkleinschreibung. Du hast ja, die genau, Konstante genommen und nicht den Befehl. Ja. Serial, ich müsste hier den zweiten auswählen. Serial.begin und jetzt kann ich hier eintragen 9600 und sage dann natürlich abschließend das Semikolon und drücke Enter. Ja, also Autocomplete ist vorhanden. Des Weiteren, der große Vorteil von dieser IDE ist, oft weiß ich nicht mehr, wie wird der Befehl eigentlich geschrieben. Ja? Ich brauche eigentlich nur den ersten Buchstaben wissen. Ja? Und dann macht er ja schon ein Autocomplete. Ja? Auch wenn ich, das werden wir später mal sehen, wenn ich If-Statements mache. Ihr kennt das, If. Ja, wenn ihr eine If-Schleife macht, ich mache das hier mal in der Loop. Ich sage jetzt hier mal If. Ja. Und ich klicke hier auf den ersten und er macht mir das komplette Konstrukt schon. Ihr seht das hier, ja? Er sagt if und dann in Klammern, hier soll ich meine Conditions, also meine Bedingungen reinschreiben und hier in den geschweiften Klammern meinen Code. Also wenig Tipparbeit, ja? Ich brauche nur das Wörtchen if angeben. Ich gebe einfach nur if an und akzeptiere hier das Wörtchen if. Und er macht mir den kompletten Konstrukt schon fertig. Ja? Und anhand des Konstruktes... Mal eben kurz da eingehakt. Ich sehe gerade, in der Klammer ist jetzt die Condition direkt markiert. Das heißt, wenn du jetzt schreibst, du bist ja direkt an der richtigen Stelle, um die Bedingung zu schreiben. Das heißt, du kannst direkt durchtippen. A ist gleich, sage ich mal, B jetzt. Ja? Da kann ich so direkt reinschreiben. Genau, wenn du jetzt Enter drückst, müsstest du auch direkt in den Code springen. Ne? Das heißt, du musst auch gar nicht groß navigieren, sondern wenn du Enter drückst, sollte der jetzt eigentlich direkt nach unten gehen, oder? Drück mal Enter. Ja, dann springt er sofort in den Code. Ja. Ja, da kann ich durchschreiben. Ja, ich kann sofort durchprogrammieren. Ja, und das ist natürlich ein großer Vorteil. Ja, gerade wenn man längeren Code schreibt, ihr kennt das alle, oder wenn ich den Syntax nicht ganz jetzt im Kopf habe, ja. Wie war das noch mit dem Serial, was weiß ich was hier? Es gibt ja Serial Event Run und was es da nicht alles geht, Serial Port Monitor. Hier sehe ich die ganzen Befehle ja. Ja. Also das erleichtert einem Programmierer oder wenn man Code schreibt, schon eine Menge. Das ist der große Vorteil von dieser IDE, von diesem Editor der IDE. Das ist ja erstmal nur der Editor. Ein kleiner Tipp an der Stelle vielleicht noch für das Autocomplete von meiner Seite. Gewöhnt euch gar nicht die Maus an, wie ihr das jetzt gerade seht, sondern benutzt direkt die Tastatur. Der Griff zur Maus dauert länger als alles andere. Der Papa ist Elektroniker und kein Programmierer. So, nichtsdestotrotz gehen wir mal weiter im Schritt. Ich habe das ein bisschen hier gezoomt, das ist hier nicht meine Auflösung, aber damit ihr das besser im Stream erkennt, habe ich das hier mal stark rangezoomt. Und ihr seht hier oben Main-CPP und Loop. Ich habe ja hier zwei Funktionen, einmal Funktion Setup und die Funktion Loop. Und ich kann hier oben in der ersten Zeile sehe ich hier Loop und wenn ich da draufklicke, dann sehe ich all meine Funktionen. Und wenn ich hier in meinem Code hunderte von Funktionen oder von Sachen hätte, könnte ich sofort dahin jumpen. Ja? Ich könnte jetzt hier einfach klicken und sagen, geh in die Funktion Setup und mein Cursor, der springt sofort in die Void Setup rein. Und wenn ich dann hier auf Loop klicke, springt er sofort in die Funktion Loop rein. Ja? Wenn ich einen sehr, sehr langen Code habe, ja, und da müsste ich ja ewig da hin und her scrollen, und hier oben habe ich die Möglichkeit, wenn ich hier auf das Ding klicke, kann ich sofort überall hinspringen. Ja? So. Wenn ich mit der Maus über einen Befehl fahre, ohne die Maus gedrückt zu halten, ja,
Ja, dann sehe ich hier so ein Kontextmenü, was das bedeutet, was das ist. Ja, hier. Da kriegt ihr so ein Pop-up-Fenster, der euch dann zu diesem Befehl dann noch Dinge mitteilt. Ja, und das zu allen. So, soweit, so gut. Ihr habt gesehen, wie ihr ein Projekt anlegt. Ja, das habe ich gezeigt. Wenn nicht, schreibt es in den Chat rein, weil wir hatten ja eine Unterbrechung. Und ich glaube, jetzt wisst ihr, wie ihr ein Projekt öffnet. Ja, das Projekt, das seht ihr hier oben, Tutorial habe ich es genannt, ist da. Ich kann es auch zusammenklappen. Und jetzt noch ein Projekt öffnen. Und ich könnte sogar zur gleichen Zeit mehrere Projekte kreuz und quer bearbeiten und Code per Copy and Paste aus dem einen Projekt in das andere schieben und so weiter und so fort. Was ich in der Arduino IDE nur sehr schlecht kann. Ich kann zwar jetzt hier sagen, Datei neu, aber dann öffnet er wieder ein neues Fenster. Ja, aber nicht hier innerhalb eines Fensters kann ich nicht mehrere Projekte verwalten. Ja, das ist halt so. Aber hier in Visual Studio Code kann ich das. Ich kann hier mehrere Projekte bearbeiten. Wenn ich jetzt ein Projekt bearbeitet habe und ich möchte es hier aus der Liste, das seht ihr ja jetzt hier, das ist ja hier drin. Ich kann zwar zuklappen, aber es bleibt hier drin. Ja, und auch wenn ich Visual Studio Code beende und es dann neu starte, ist das zuletzt geöffnete oder die zuletzt geöffneten Projekte alle hier. Die sind alle hier in der Liste. Hier ist, ich habe ja nur eins offen, also ich habe ja hier nur mein Projekt-Tutorial offen. Ja? Ihr müsst euch nur merken, die heißt nicht Dateiname.ino, sondern hier heißt sie eben main.cpp und cpp steht für C++. Ja? Soweit, so gut. Wenn ihr wünscht, dass das hier von der Liste verschwindet, nicht von eurer Festplatte, ihr löscht das Projekt nicht von der Festplatte, aber ihr könnt es hier aus der Liste löschen, dann geht ihr auf den Namen des Projektes, drückt die rechte Maustaste und sagt dann hier Remove von Folder. Dann ist es weg hier. Ja, ich habe jetzt hier keine Projekte mehr offen. Es ist nicht von der Festplatte gelöscht. Das Projekt ist immer noch auf der Festplatte. Aber es ist halt jetzt hier eben ja, von diesem Screen verschwunden. Natürlich, das zuletzt geöffnete habt ihr hier noch offen. Das ist ja die Main-CPP und die bleibt offen. Die kann ich dann hier schließen. So, und dann habe ich wieder das alte Bild. Jo, was kommt als nächstes? Als nächstes werden wir mal ein Projekt, was ich schon vorbereitet habe, öffnen, damit ich das nicht da eintippen muss, habe ich das schon vorbereitet. Ich gehe einfach hier unten auf das Häuschen und starte nochmal mein Plugin hier, mein Plattform.io und ich gehe jetzt hier mal auf die Seite hier, wo drauf steht Projekt. Da klicke ich einmal drauf und hier habe ich ja meine Projekte, die ich schon vorbereitet habe und es gibt da ein Projekt. Ja, nichts Besonderes, das altbekannte Hello World, also Startprogramm, und zwar das Blink-Programm. Das ist hier in meinen Projekten mit drin, das seht ihr hier. Ich öffne das ganz einfach mal, dann denkt er kurz nach und voilà, wie soll es anders sein? Es ist geöffnet, ihr seht es jetzt hier in der Liste, im Explorer. Und ich kann hier wieder auf diesen Pfeil klicken und hier ist dieses Projekt. Nichts Besonderes, einfach nur der altbekannte Blink-Sketch. Ich gehe hier wieder auf SRC und öffne meine main.cpp und hier seht ihr das kleine Programm. Ja, ich mache hier nichts anderes, wie wieder, wie gesagt, ganz wichtig, hier oben die Arduino H. einbinden, damit Plattform.io weiß, wir arbeiten in der Framework Arduino. Dann habe ich hier ja,
den Port zugewiesen, Port 2. Also ich nutze hier auf dem ESP32 den Port 2 und weise ihm eine Variable LED Built-in zu. Und dann geht es weiter hier mit Pin-Mode, Serial Begin und so weiter und so fort. Ja. Ich möchte gerne jetzt dieses Programm kompilieren, alternativ eben, wie gesagt, zu Arduino IDE wäre das der Haken ganz links hier oben, Compile. Ja. Das gleiche mache ich jetzt hier in Visual Studio Code. Da gibt es hier unten in der blauen Statusleiste so einen Haken. Da klicke ich einmal drauf und dann öffnet sich hier ein Terminal. Den kann ich auch größer und kleiner ziehen. Und hier wird mir dann das Programm kompiliert. Jawohl, er hat es kompiliert. Er nutzt 4,7% ja, Flash Memory. Und hier ist ganz wichtig darauf achten, dass nach dem Kompilieren hier Success steht. Ja, ganz einfach. Also keine Fehler in meinem Code. Jetzt werde ich mal Folgendes machen. Ich werde euch mal zeigen, warum diese IDE für mich als Nicht-Programmierer auch so toll ist. Und viele werden sich da wiederfinden. Ich habe jetzt hier mal die Zeile Serial Begin 9600. Damit teile ich ja nichts anderes mit. Ich starte also die serielle Schnittstelle und dahinter muss ein Semikolon. Aber wie das so ist bei Nicht-Programmierern wie mir, entweder vergesse ich das Semikolon oder ich mache anstelle des Semikolons ein Komma, weil ich die Shift-Taste nicht gedrückt habe. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, was passiert, wenn ich hier in Visual Studio Code eben Programmierfehler mache, also Syntaxfehler mache. Achtet mal bitte jetzt hier auf der linken Seite auf die Main-CPP. Ich lösche jetzt hier mal dieses Semikolon weg und drücke einmal Enter. Und voilà, die Main-CPP wird rot und dahinter steht 1. Ich habe einen Fehler. Das heißt, beim Programmieren kann ich hier, wenn ich hier ein Auge drauf werfe, auf dieser Seite hier, kann ich sofort erkennen, halt, da stimmt was nicht, ich habe irgendwo einen Fehler. Ja, und kann sofort aufhören, erstmal mit Programmieren und dann gucken, was habe ich denn jetzt geschrieben. Sobald ich hier wieder das Semikolon reinsetze und Enter drücke, voilà, hier auf der linken Seite verschwindet der Fehler. Das gleiche gilt, wenn ich die geschweifte Klammer, wenn ich die Funktion nicht mit einer geschweiften Klammer schließe. Ja, das wäre ja dann auch ein Syntaxfehler. Das tue ich jetzt mal und drücke dann Enter und voilà, er erkennt hier sofort, die Main-CPP wird rot und auch der Programmname, also das Projektname wird rot und da erscheinen dann hier so Punkte und hier zeigt er mir an, einen Fehler. Und hier unten in der Statusleiste, wenn ihr jetzt hier mal schaut, in der blauen Statusleiste, ganz links steht eine 1. Wenn ihr da mal draufklickt, dann kriegt ihr auch an, wo der Fehler ist. Da schreibt das hier. Ja? Es wurde ein Semikolon erwartet. Ja? Also er sagt hier auch etwas zu dem Fehler. Ja? Der gerade aufgetreten ist. Oder wenn ihr unten seht ihr eine 1, das heißt nichts anderes, da ist ein Fehler und das wird auch hier auf der linken Seite im Explorer angezeigt. Ja, ich mache das mal wieder rückgängig, damit ich mein Programm auch kompilieren kann. Jetzt habe ich die geschweifte Klammer da wieder und drücke Enter und hier unten ist wieder der Fehler verschwunden in der blauen Statusleiste und hier auch im Explorer habe ich keine Fehler. Ja, für einen Laien, also ich bin ja, was Programmieren angeht, absoluter Laie und ja, eigentlich ein Volldau, was Programmierung angeht. Deswegen ist das für mich ein schönes Feature und ich denke mal, Daniel wird es auch bestätigen, dass es eigentlich für uns eine tolle Sache ist für den Anfänger.
Ja, das absolut. Vor allem an der Stelle ist es jetzt natürlich noch nicht so offensichtlich. Da kann man auch sagen, ach komm, bei den paar Zeilen, was brauche ich denn da auf der linken Seite nochmal extra einen Hinweis? Auf der rechten Seite sehe ich dann auch nochmal, an welcher Stelle in der Datei selber wird es unterstrichen nochmal und. Wo soll ich das denn noch alles gezeigt kriegen? Aber ich sage mal, es gibt ja auch größere Projekte und spätestens, wenn ich da mal meine 20, 30 Dateien drin habe, gut, ist beim Arduino vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich, aber auch das gibt es ja. Da macht das natürlich durchaus Sinn, wenn man auch direkt auf Anhieb sehen kann, wo in welcher Datei ist jetzt der Kompilierfehler. Bei den Genau. Beispielen jetzt hier haben wir natürlich so minimale Sachen. Da fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Aber bei größeren Projekten, ganz klar, will man nicht vermissen. Genau. Also für mich war es immer ein schönes Feature. Wie Ja, gesagt, wir haben ganz jetzt kurz hier. vielleicht noch eben, hier kam gerade nochmal die Frage, ob wir die Möglichkeit hätten, die Schrift noch zu vergrößern. Ich würde jetzt einfach mal erst in die Runde fragen wollen. Seht ihr das alle so? Ist die Schrift immer noch zu klein? Wir haben vorher eigentlich drastisch reingezoomt schon, also das sah vorher viel, viel kleiner aus alles. Also ich kann mal zeigen, wie es eigentlich standardmäßig aussieht bei mir mit der Auflösung, nämlich so. Und ich zoome jetzt meinen Bildschirm schon sehr stark. Ich kann ihn noch etwas stärker zoomen, Aber da aber sieht man halt dann, nur noch vier Zeilen oder so, ne? Also ja, dann da sieht man halt. sagt ihr einfach mal, was ist für euch am angenehmsten. Letzten Endes sollt ihr damit arbeiten können. Aber ich finde, das ist jetzt eigentlich schon ein bisschen zu groß. Oder wie Ja, seht ihr sollen die das? Leute mal antworten, so oder? Etwas kleiner, so. Also, oder noch größer, aber dann kann ich nicht mehr arbeiten, dann Ja. ist das so gezoomt. Ja. Denn ich muss ja hier von meinem Quellcode noch den Quellcode sehen. Ich wollte Ja. gerade sagen, du willst ja auch noch irgendwie damit arbeiten, genau. Also so wäre für mich noch gerade angenehm. Ja. In dieser Größe jetzt hier. Chat, was sagt ihr dazu? Ist das so okay für euch? Sehe ich nur keinen Chat? Vielleicht sind wir ja schon wieder tot. Nee, sieht eigentlich noch live aus. Ist okay, kommt da gerade. Ja, ich lasse es jetzt so, sonst Ja, macht für mich die Arbeit keinen Sinn mehr. genau. Ja, so. So viel dazu. Dankeschön fürs Also, Feedback. danke fürs Feedback von mir auch. Und jetzt gehen wir mal weiter darauf ein. Wie gesagt, ich habe ja schon einiges erzählt, dass wenn ich mit der Maus drüber fahre, über einen Befehl, kriege ich dazu schon den Syntax angezeigt, wie der richtig ist, ja, wenn ich da drüber fahre, also Maus on top heißt das, glaube ich, bei den Programmierern. Jo, jetzt ist der Bildschirm dreigeteilt. Ich habe hier auf der linken Seite den Explorer, hier habe ich mein Fenster, wo der Quellcode drinne steht, und hier unten habe ich einen sogenannten Terminal. Ja, hat nichts mit der seriellen Terminal zu tun, sondern das ist einfach hier mein Terminal. Ja, den kann ich jetzt nicht mehr schließen, weil ich hier an das X gar nicht mehr dran komme. Dazu müsste ich mal eben mal wieder ein bisschen kleiner machen. Ja, so. Und dann schließe ich hier unten den Terminal mal und zoome dann wieder raus. So. So viel dazu. Jetzt gehen wir mal hin und ich habe, als ich das Projekt Blink hier in Visual Studio Code gemacht habe, habe ich auch gesagt, wie gehabt, Plattform.io hier mit dem Häuschen gestartet, habe gesagt, neues Projekt, habe einen Namen vergeben, habe ein Board ausgesucht und wie ihr hier auf meinem Schreibtisch seht, nutze ich den ESP32. Ich habe hier im Moment keine anderen Boards. Sonst habe ich nichts gemacht, ja, und dann eben den Code dort geschrieben, sonst gar nichts, ja, sonst habe ich nichts gemacht. Diesen Code habe ich geschrieben. So, wenn ich den Code jetzt übersetzen will, habe ich hier unten in der blauen Statusleiste so ein Haken, ja, der ist hier dargestellt. Da klicke ich einmal drauf. Und dann fängt er hier unten, öffnet er wieder ein Terminalfenster hier und kompiliert mir das. Und ihr seht hier, zack, zack, er ist fertig und er hat es kompiliert und er sagt auch hier Success, also alles okay, keine Fehler. Alternativ kann ich aber, genau wie bei der Arduino-IDE, wäre das jetzt gleichzustellen mit diesem Haken hier in der Arduino-IDE.
Zum Download von eurem Programm drückt ihr ja natürlich in der Arduino IDE immer hier diesen Pfeil. In dieser Software geht das genauso. Ich brauche nicht erst auf Kompilieren klicken und dann hier auf den Pfeil nach rechts in der blauen Statusleiste, um es zum Mikrocontroller hin abzuladen, sondern ich kann das auch mit einem Schritt machen. Ja, ich kann sofort hier auf den Pfeil nach rechts klicken und er wird es erst kompilieren und dann sofort danach uploaden. Das werde ich jetzt einmal tun. Ich gehe jetzt hier auf den Pfeil, der nach rechts zeigt, hier unten in der blauen Statusleiste und sage Klick. Und ihr seht jetzt hier, ich mache das Fenster von dem Terminal mal ein bisschen größer. Er sagt jetzt, er versucht zu connecten zu COM16. Da hängt mein Dingens dran, mein ESP. Und schon hat er es gefunden. Und ja, ich kann es zeigen, dass ich auch nicht lüge. Diese blaue LED blinkt in einem Rhythmus, den ich in meinem Code hier oben angegeben habe. Ich weiß gar nicht, eine Sekunde, 1000 Millisekunden, 500. Ich habe hier eine Delay-Time von 500 für an- und ausgesetzt. Ja, also. Wir haben also schon mit der neuen IDE unser erstes Programm kompiliert und abgeloadet. So einfach geht das eigentlich. So, dann machen wir mal weiter. Ich möchte jetzt hier auf der linken Seite, hier in dem Explorer-Feld, erstmal mache ich mal wieder hier mein Terminal zu, was hier unten offen gemacht wurde. Indem ich hier auf das Kreuz klicke, dann habe ich nur noch die Main-CPP und sonst nichts. Jetzt möchte ich dieses Projekt hier aus meiner Liste vom Explorer weghaben. Klicke mit dem rechten Maus da drauf und sage Remove von Workspace. Und es wird von dem Workspace hier herausgelöscht. Auf der Platte ist es natürlich immer noch vorhanden, das ist klar. Soweit, so gut. Jetzt kommen wir mal ein bisschen tiefer hinein. Und zwar möchte ich gerne ein Repository. Ihr kennt das ja alle. Ich öffne das mal eben hier in meinem Browser. Nicht in YouTube, sondern in meinem Browser. Ich gehe mal nach Google und gebe mal da das Mota ein. Und zwar den Begriff Tasmota Downloads und dann kriege ich hier als ersten Link schon angezeigt GitHub und das ist ja die altbekannte GitHub-Seite von Tasmota. Seht ihr ja hier alle und da kann man sich Tasmota runterladen und zwar als Binärfile, also schon vorkompilierte Dateien. Aber oft ist es ja so, dass ihr in Tasmota ja, eigene Sachen machen wollt, eigene Dinge erstellen wollt und den Quellcode dort bearbeiten wollt. Und wenn ihr mal auf die Tasmota-Seite geht, hier in das Repository, dann seht ihr hier schon, hat der Herr Ahrens das hier hinterlegt. Und wenn ihr mal schaut, dann findet ihr hier in dem Repository eine Datei, die da heißt Plattform.io.ini. Daran könnt ihr sehen, dass dieses Projekt, dieses Tasmota-Projekt, eigentlich optimal, also optimiert wurde für unsere neue IDE, nämlich für Visual Studio Code und Plattform.io. Ja, an dieser Datei, wenn ihr ein Projekt habt, wo ihr diese Datei seht, Plattform.io INI, dann ist es eigentlich schon vorgefertigt für unsere IDE, für Visual Studio Code bzw. für Plattform.io. Ja, und jetzt kann man natürlich hingehen, wie alt gehabt, und hier auf Code klicken, Download ZIP, das entpacken, das alles in die Arduino IDE einbinden. Nur da muss ich die ganzen verdammten, ja, wie ich immer sagen, Libraries
dann auch noch einbinden in meiner Arduino IDE und so weiter und so fort. Und das Ganze, das geht natürlich auch viel einfacher. Ich schließe nochmal hier. So, und zwar habe ich hier jetzt, wenn ich kein Projekt offen habe, die Möglichkeit, ja, das Ganze sehe ich natürlich nur, wenn ich hier oben in dem Explorer gehe und dann sehe ich hier unten einen Knopf Clone Repository. Da klicke ich einmal drauf und dann kriege ich hier oben so ein Menü und darunter steht Clone from GitHub. Da klicke ich drauf und ich bin jetzt schon in GitHub eingeloggt. Das habe ich hier in der IDE schon gemacht. Ihr werdet dann hier ein Fenster sehen, in dem ihr draufklicken könnt auf so einen Button und dann werdet ihr zu GitHub geleitet. Und ihr müsst GitHub dann die Möglichkeit geben, sich mit Plattform.io bzw. Visual Studio Code zu verlinken. Da kriegt ihr dann so ein Token. Ja, also keine Panik, bei mir ist das schon geschehen. Aber ihr kriegt dann jetzt, wenn ihr das machen würdet, hier so einen Button. Bitte klickt einmal da drauf, dann schickt euch GitHub einen Token, einen Freischalt-Token per Mail zu euch, wenn ihr einen Account bei GitHub habt. Ihr müsst natürlich einen Account bei GitHub haben und dann geht das auch. So, jetzt erst kann ich hier oben im Suchfeld eingeben Tasmota. Und ihr seht, er durchsucht jetzt nicht nur GitHub, sondern auch eine ganze andere Reihe von Hosting-Servern, wo eben Programme drauf sind. Ich sehe jetzt hier als ersten Eintrag Ahrens Tasmota, hier oben, ja, Firmware, da klicke ich einmal drauf. Dann fragt er mich ab, wo möchtest du gerne dieses Repository hinposten? Und dazu gehe ich dann hier auf meine Festplatte, eben auf C. Und ich habe hier schon was frei, glaube ich, Tutorial. Da, er soll es mir hier in diesen Ordner reinpacken. Select Repository Location, da klicke ich dann drauf. Und jetzt kommt hier so ein Fenster, Cloning Git Repository. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ihr müsst das Programm Git, was ihr euch heruntergeladen habt, mit installieren, sonst funktioniert das nicht. Denn für dieses Download jetzt hier ist nicht die IDE verantwortlich, sondern jetzt hier das Programm Git. Das haben wir uns ja downloadet. Wenn er damit fertig ist, sagt er hier, was möchtest du tun? Ja, ich sage ganz einfach hier Open. Und sagt er da, do you want to save the workspace configuration file? Ja. Ah, okay, komm. Plüpp. Und ihr seht jetzt hier auf der linken Seite, hat er mir das gesamte Projekt Tasmota schon geöffnet. Da ist es. Ja? So einfach geht es eigentlich. Und jetzt kommen wir dazu, ihr kennt das alle, wenn ihr euch die Bin-Files runterladet von eurem, ja, von euren von der GitHub-Seite und flasht dann nur dieses Bin-File. Ja, dann müsst ihr nachher, dann wird dann nach dem Flashen ein Access-Point auf dem ESP aufgemacht, der die IP-Adresse 192.168.4.1 hat. Und ihr müsst euch dann mit diesem Access-Point erst verbinden und dann könnt ihr euch eure Wi-Fi-Credentials eingeben. Und so weiter und so fort. Was macht ihr denn da? Soll er doch. Eure Wi-Fi-Credential müsst ihr dann eintragen. Und ich habe jetzt hier aber den Quellcode hier von Tasmota über die Repository bekommen. Und welchen Vorteil hat das? Ich bin immer hier auf der neuesten Version. Ja? Dieses Tool hier, die Plattform.io, kann ich dazu bringen, dass er mir immer die neueste Version holt. Indem ich hier unten in der Statusleiste, da steht jetzt Development, wenn ich da einmal draufklicke, erscheint jetzt hier ein Menü und da kann ich sagen, bitte hole mir die neueste Version.
von der Firma, von der Firmware. Ja, das hat den Vorteil. Ich brauche nicht groß nach GitHub gehen und so weiter. Ich habe immer hier die neueste Version von Tasmota auf meinem Rechner. Ja, so. Jetzt gehe ich hier mal in den Ordner Tasmota rein. Vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz eingehakt. Wenn du da unten auf Development klickst, das sind die einzelnen Branches. Also deine Aussage, du hast immer den aktuellen Stand, gilt natürlich eigentlich auch nur bei der Development, weil in der Regel wird nur diese weiterentwickelt. Wenn eine Branche erstellt wird, kann man eigentlich bei den meisten davon ausgehen, dass das einfach ein eingefrorener Versionsstand ist, der sich dann eben nicht mehr aktualisiert. Also wenn ihr da unten jetzt Version, weiß ich nicht, 2.4 bei irgendwas auswählt, dann wird sich da wahrscheinlich eher nichts mehr dran tun. Nur mal so am Rande. Aber es ist auch so, weil ich ja jetzt schon die neueste Version habe, sobald der Herr Arendt hier in GitHub eine neue Version reintut, dann erscheint hier unten, da wo jetzt Development steht, Update 1. Ja, da klicke ich dann drauf. Da kommt hier unten in der blauen Statusleiste dann eine 1 und Update steht dann da. Ja, aber ich habe ja jetzt die allerneueste. Es kann ja kein Update sein, das ist ja die neueste. Und hier unten links in der Statusleiste würde dann stehen Update. Ja, hier unten. Ja, steht jetzt hier nicht, weil ich habe die neueste. Ja, so. Nichtsdestotrotz, ich gehe jetzt hier in den Ordner Tasmota. Und ich bin nun mal immer ein fauler Mensch. Ich möchte keinen Hotspot aufmachen und dann mich mit dem Hotspot verbinden und dann meine Wi-Fi-Credential dort eintragen und dann muss ich wieder die IP-Adresse suchen und so weiter und so fort. Brauche ich nicht. Ja? Ich gehe immer hin und hole mir hier die neueste Tasmota-Version, suche mir dann unter Tasmota hier die myuser-config.h und hier im Quelltext kann ich ja schon alles eintragen. Ja? Ich kann hier eintragen, wie das Device heißen soll. Hier heißt das Tasmota. Ich kann hier eintragen, wenn ich eine feste IP haben will und keine DNS machen möchte, kann ich die hier eintragen. Ich kann auch hier eintragen schon meine Dinge wie MQTT und so weiter alle. Das mache ich immer so und dann trage ich das hier im Vorfeld in den Quellcode schon alles ein. Und tu es dann kompilieren, was wir jetzt auch mal tun möchten. Wir möchten dieses Tasmota jetzt mal kompilieren und danach wird er ja, weil ich hier jetzt nichts eintrage, das dauert mir zu lang, wird er einen Wi-Fi-Hotspot aufmachen, mit dem ich mich dann connecten muss und so weiter. Also ich gehe wieder hier unten links auf den Haken, klicke da einmal drauf. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich bin selber schuld. Eben so nicht, weil der Quellcode, den kann ich ja wie auch bei den Bin-Files in mehreren Sprachen und in mehreren verschiedenen Versionen kompilieren lassen. Ihr seht hier unten in der Statusleiste das Wörtchen Default. Wenn ich jetzt kompilieren würde, würde er mir, denn das Motor ist so gemacht worden, alle Sprachen kompilieren. Er würde mir also zig Bin-Files kompilieren oder Hex-Files und er würde mir für alle möglichen MCUs das kompilieren. Und das würde unendlich dauern. Ich möchte ja nur die deutsche Version und nur die Version für den ESP32, den ich hier liegen habe. Und dazu klicke ich hier unten in der Statusleiste jetzt bei Tasmota, also wohlgemerkt, hier unten einmal auf Default. Und dann bekomme ich hier eine Liste. Ich kann sagen, kompiliere alles, also das heißt Environment Tasmota. Ich kann sagen, Environment Tasmota minimal, dann würde er mir das bekannte Minimal-Bin kompilieren. Ich kann sagen, Tasmota Light. Sensors, Display und was es da alle gibt. Und hier kommen jetzt die Landessprachen. Ja, hier, tasmota.de, das ist gleichzusetzen mit dem Bin-File tasmota.de, was man sich ja sonst so downgeloadet hat. Und so weiter und so fort. Ich habe ein ESP32 und muss hier in der Liste suchen.
Und da kam heute noch in Discord eine User-Frage, der hatte einen ESP32-CAM. Der muss jetzt hier in der Liste ESP32-Webcam auswählen. Hier, dieses. Ich habe ja hier kein ESP32-Webcam, sondern ich habe ja nur ein normales ESP32-Board. Also Jürgen, du hattest heute in Discord gefragt, hier musst du jetzt ESP32-Webcam auswählen. Ja? Und dann die nächsten Schritte, die ich gleich auch machen werde, eben verfolgen. Ich habe ein ESP32, die fangen hier an. Und ich möchte gerne die deutsche Version, und das wäre diese hier. Die klicke ich jetzt einmal an und dann achtet mal hier unten in der blauen Statusleiste hier, schreibt er jetzt Loading. Er setzt jetzt also die ganzen Dinge innerhalb des Phantasmota, dass das so stimmt. Und ihr müsst jetzt hier warten, bis er dieses Loading hier abgeschlossen hat, hier unten in der Statusleiste. So, jetzt schreibt er noch Plattform.io, IntelliSense, Index Rebuild, jetzt macht er die Indexe und da seht ihr so einen Kreis, der sich da bewegt. Warten bitte, denn jetzt setzt er die ganzen Variablen und so weiter für mein Board. Und jetzt ist er fertig, da steht jetzt hier unten Environment Tasmota 32 deutsch.de. Und jetzt erst kann ich den Haken klicken und sagen kompilieren. Und er übersetzt jetzt nur für den ESP32 die deutsche Version, mehr nicht. Das so, Kompilieren beim Kompilieren beim ersten Mal, so wie auch in der Arduino-IDE, wird das Kompilieren eine Zeit lang dauern, also keine Panik. Ja? Er schreibt hinterher Kompilieren abgeschlossen, Success, und dann erst hat er das kompiliert. Ja? So. Beim ersten Mal kompilieren. Ja. Während er gerade kompiliert, hier ist gerade noch eine Frage. Wenn ich was an den Source ändere und dann ein Update kommt, macht er dann einen neuen Zweig auf oder wie geht er damit um? Also ich würde eher mit einem Merge rechnen, aber... Ihr werdet nachher gleich sehen, wie Plattform.io mit Änderungen innerhalb eines Quellcodes umgeht. Das werdet ihr gleich sehen. Ja, die Frage bezieht sich ja jetzt gerade auf ein Update. Also wenn wirklich jetzt ein Update auf deine Branche anliegt. Was macht er mit deinen Änderungen? Verwirft er die? Mergt er die? Die mergt er, die verwirft er, ja. Die werden verworfen. Okay, also nicht gemerged, okay. Die werden verworfen. So, jetzt schreibt er natürlich hier unten in der Statusleiste, könnt ihr es lesen, Building. Er kompiliert das Ganze auch und macht das soweit so gut. Ein Momentchen dauert das, wie gesagt. Kompilieren ist natürlich... für den Compiler Stress. Gerade bei diesem Code, ihr könnt ja mal gucken, hier auf der linken Seite hier seht ihr den gesamten Code hier diese kleinen Thumbnails hier. Ja, hier. Ich kann auch hier mit dem Thumbnails an irgendeiner Stelle des Codes bringen. Aber ihr seht, was dieser Arendt da alles programmiert hat. Ja, das ist schon ein Wahnsinn und das muss ja auch alle laufen. Ja, also ich ziehe mal den Hut vor diesen Leuten, die da kompilieren. Der ist schon ziemlich lang, dieser Code. Aber er ist noch hier am Kompilieren. Wir müssen warten. Beschleunigen kann ich es nicht. Und ich hoffe, mein Rechner ist schnell genug. Mal schauen. Kleinen Moment zum Durchatmen schadet ja sicher auch nicht. Kann man das mal kurz genau, ein bisschen sacken lassen? Ich tue mir mal ein Glas Wasser einschütten. So, Jürgen, du hattest ja die Frage in Discord gestellt, wie gesagt. Du wählst dort eben ESP32 Webcam aus und kompilierst das dann, so wie ich es jetzt auch tue. Und schon ist das Ganze auf der sicheren Seite. So schnell geht das. Und ich muss mich hier natürlich in Plattform.io und so weiter um keine Libraries kümmern und Libraries installieren. Denn ich weiß gar nicht, wie viele Libraries der hier in seinem Code benutzt. Die sind alle schon dort drin enthalten. Das ist auch ein Vorteil gegenüber dieser komischen Arduino-IDE. Ja, der hat die hier alle drin. Und für den End-User
Der muss sich dann nicht um Libraries kümmern, also Libraries downloaden, die da fehlen. Und wie man das so von der Arduino IDE kennt, das ist alles schon da drin. So, er schreibt jetzt hier die Firmware. Er ist hier das EEPROM-Firmware-Bin. Ja, jetzt ist er jetzt gleich fertig. Ich habe jetzt gerade nur mal eben noch geguckt. Also wenn man auf das Projekt geht, ich klaue dir einfach mal ganz kurz. Also hier oben in dem Projekt scheint man auch, wenn das über Git geladen ist, die unterschiedlichen Pull, also Update-Mechanismen von Git zur Verfügung zu haben. Also Pull, Pull Rebase. Genauso kann ich auch einen Sync machen. Ich habe es jetzt selber noch nicht getestet, aber das sieht für mich schwer danach aus, als wenn ich genau weiß, welchen ich davon nehmen muss, dass ich darüber auch die Möglichkeit habe, meine Änderungen zu behalten und nur die Änderungen aus dem Repository zu übernehmen. Aber da sind natürlich die üblichen Probleme beim Mergen. Hat der Entwickler an der gleichen Datei rumgespielt wie du selber und im schlimmsten Fall auch noch in der gleichen Passage, dann wird es natürlich beim Abgleich immer etwas komplizierter. Und wie gesagt, wie sich da das Programm verhält, kann ich persönlich noch nichts dazu sagen. Das sind aber alles so Sachen, die werde ich mir nochmal angucken. Also nochmal der Hinweis, wenn ihr da nochmal etwas mehr in die Tiefe gehen möchtet und da spezielle Themen als Wünsche habt, lasst es uns gerne wissen. Ja, ich bin kein Programmierer, wie gesagt. Ich komme mit dem Programm ganz gut zurecht. Jetzt hat er fertig kompiliert. Ja, er ist also fertig mit dem Kompilieren und er sagt mir hier, wie viel Speicher er verbraucht hat. Und er sagt mir, dass alles in Ordnung war und so fort. So, jetzt schreibt er hier als letzte Zeile, Terminal will be refused by tag, press any key. Ich klicke also mit der Maus hier rein und drücke einmal die Leertaste und drücke nochmal die Leertaste und der ganze Terminal-Bereich schließt sich automatisch. So, wir haben es jetzt ja nur noch erstmal kompiliert. Wir wollen es natürlich noch auf den ESP packen. Dazu klicke ich den Pfeil nach rechts. Man hätte das auch sofort machen können, weil jetzt tut er ja nochmal kompilieren. Aber wie gesagt, ich tue immer erst kompilieren, um eventuell Fehler auf dem Monitor zu sehen. Und dann erst tue ich uploaden. Jetzt geht er gleich hin. Das dauert ja nicht so lange. Und jetzt sagt er gleich Uploading und den COM-Port. Kommt wieder mein Windows. Nicht falsch klicken. Der möchte gerne immer Updates machen. Ich will mit Microsoft nicht reden. Ja, ich will nicht reden. Das war bestimmt auch eben der Grund hier für den Crash, dass die wieder irgendein Update uns untergeschoben haben hier. So, jetzt geht's los gleich. Er sagt, pop, er schreibt jetzt die Firmware. Die holt er sich nochmal, kontrolliert die nochmal. Und jetzt, weil Upload Error, warum? Ah, ganz wichtig. Jürgen, hast du wieder nicht aufgepasst? So, er macht das Upload nicht. Und das ist auch gut, dass er das mal macht, dass er das jetzt mal anzeigt. Ja, das ist gut jetzt hier für den Stream, denn das wird euch dann auch passieren. So, was mosert er hier an? Ganz einfach, er kennt meinen COM-Port nicht. Er weiß gar nicht, hör mal, da ist ja nichts dran, ich kann hier nichts uploaden. Und zwar geht der Herr Arendt hin und da gibt es eine ganz, ganz wichtige Datei, die ich gerade schon mal benannt habe. Ich suche die mal hier in der Liste. Dort unten, gut, dass das jetzt passiert ist. Und zwar die sogenannte Plattform IO INI. Wenn wir uns die mal öffnen, und ich schließe hier mal das Terminal. Hier hat der Herr Arendt alles eingetragen, was dem User das Leben erleichtert. Nämlich, wo sind die Libraries, was ist zu tun und so weiter und so fort. Nur der Herr Arendt geht davon aus, dass alle auf COM5 arbeiten. Ja, hier seht ihr das, COM5 für den seriellen Monitor und auch für den Upload-Port, sagt er hier unten auch COM5. Nur wenn ich jetzt wieder zurück zu Plattform IO gehe, hier mit dem Häuschen und mal hier unter Devices gucke, dann hängt mein ESP nicht an COM5, sondern an COM16, liebe Freunde. Und das sollte man natürlich beachten. Die Dateien bleiben hier oben natürlich immer noch offen. Ich wechsle einfach jetzt hier wieder zur Plattform IO INI. Klicke einmal hier, lösche die COM5 raus. Was war das? 16, ne?
Und für den Monitor, also für den Serial Monitor Port 16, kommen 16 und für den Upload Port auch 16. Und jetzt seht ihr hier oben bei dem Dateinamen hier oben so einen Punkt. Das heißt, dass diese Datei noch nicht gespeichert wurde. Wenn ich jetzt Ctrl S drücke für Save, dann erhalte ich hier wieder dieses Kreuz. Und jetzt kommt die Besonderheit. Er hat jetzt gemerkt, dass ich gegenüber der Originaldatei, gegenüber der Originalplattform IOINI, dass es da eine Änderung gibt. Und diese Änderung, die seht ihr jetzt hier auf der linken Seite, hier im Explorer-Fenster, die ist so orange mit so einem M. M steht hier für Memory. Und hier auf der ganz linken Seite seht ihr jetzt hier eine 1. Seht ihr das hier auf der linken Seite? Wenn ich da mal draufklicke, ich klicke mal da drauf, dann macht der eigentlich, aber jetzt habe ich so eine große Auflösung, die muss ich mal kleiner machen, sonst geht das nicht. So. Da zeigt er mir an, hier jetzt, in der Plattform IOINI gibt es zu der Originaldatei eine Änderung. Die hat er sich jetzt hier gemerkt. Und wenn ich die mal anklicke, kriege ich die beide nebeneinander. Hier, das ist meine Originaldatei, meine Originalplattform IOINI. Und das ist meine geänderte. Ja, ihr seht das hier. Ich habe hier COM 16, was ich hier eingetragen habe. Und das ist die Originale. Ja. Er merkt sich also auch, wenn ich in Dateien Änderungen mache. Ja? Das seht ihr jetzt hier. An der Stelle sehe ich gerade noch das Board. Müsstest du, glaube ich, zum Upload auch noch ändern, oder? Muss ich nicht. Nee, passt. Nicht. Okay. Das passt alle. Das hat der Herr Arendt super programmiert, dass er für wirklich DAUs und Vollidioten wie mich das so hingekriegt hat. Ich ziehe den Hut vor dem Mann, was der so macht. Aber ihr seht anhand des Icons hier, auf der linken Seite, ja, hier dieses, da steht eine 1 hier und daran sehe ich, dass es da eine Änderung gegeben hat in einer Datei. Wenn ich jetzt in einer weiteren Datei eine Änderung mache, steht hier eine 2. Ja. Ich gehe wieder zurück zu mache das hier nochmal zu, zack, und auch die INI habe ich ja gespeichert, die mache ich zu. Ich habe also jetzt COM 16 angegeben und versuche den Upload jetzt nochmal zu tätigen, weil jetzt habe ich ja den richtigen COM-Port. Aber der Herr Arendt geht natürlich davon aus, dass alle den COM 5. Diese Plattform IOINI, sollte mal irgendwas nicht laufen, solltet ihr irgendwie eine falsche Bootrate oder so, geht in die Plattform IOINI rein. Das ist der Schlüssel für das gesamte, hier, die gesamte Idee. Alles, was irgendwie mit Comports, mit irgendwas, mit Boards oder sonst was zu tun haben. Daniel hat es gestern schon gemerkt. Da muss man das in der Plattform INI ändern. Also man kann sagen, das, was ihr von der Arduino IDE aus diesem Board-Bereich oben aus dem Menü kennt, eigentlich so der ganze Part, den findet ihr mindestens und noch viel mehr in der Plattform INI. Vielleicht können wir gleich an der Stelle trotzdem mal eben zeigen, weil, wie du richtig sagst, wir sind am Freitag selber drüber gestolpert. Und ja. Gut, selbst wenn das jetzt bei dem Tasmota funktioniert, aber jeder wird mal an den Punkt kommen, wo das Board einfach nicht passt und wo man beim Anlegen oder Laden des Projekts verpennt hat, das richtige Board auszuwählen. Dass man vielleicht da nochmal eben kurz zeigen. Ja, können wir gleich drauf eingehen. Genau. So, jetzt habe ich hier, sehe ich, er tut jetzt auf dem Chip übertragen, auf meinem ESP32 hat er übertragen, also abgeloadet. Heißt es downloaden oder uploaden? Ich sende zu ihm, also upload, oder? Also lädst du ab, ja, genau. Also er hat einen Upload gemacht. Ich muss mich ja auch weiterbilden. So, er ist also fertig damit und jetzt öffne ich mal den seriellen Monitor. Das ist dieses Icon hier unten in der blauen Statusleiste mit diesem Stecker-Symbol. Wenn ich da draufklicke, öffnet sich der serielle Monitor und wie ich sehe, sehen Sie nichts. Und warum Sie nichts sehen, sehen Sie gleich. Ihr seht hier nur, ich resette jetzt mal den ESP und ihr seht, es kommen nur wirre Zeichen. Das kann ich alle nie lesen. Und die meisten von euch wissen schon, woran es liegt. Das ist eine falsche Baudrate.
Und wie ich gerade schon sagte, wo wird die Baudrate eingestellt? In Plattform IO INI. Da wechsle ich rein und da gibt es einen Eintrag, wo ist er? Der heißt hier Monitor Speed. Und der steht auf 74.000. Ich mache nochmal wieder ein wenig größer. Ein kleiner. So. Hier, Monitor Speed in der Plattform IO INI. Da steht 74.880 Boot. Ja. Das ist, wie gesagt, das gleiche wie. Ich kann den jetzt nicht öffnen, weil der Comport hier jetzt belegt ist. Wie hier in der Arduino IDE eben die Bauträte. Die Bauträte. So, ich ändere das mal eben in der Plattform IO INI und schreibe da mal rein 115.200. Drücke Ctrl S, speichere das ab und schließe mal den seriellen Monitor. Und öffne den mal wieder neu, indem ich hier auf diesen Stecker-Symbol gehe. Warum? Also, ja. Ctrl-C, ich muss das abbrechen. Weil ich habe mehrere offen jetzt. So, ich klicke hier auf den Stecker. Jetzt öffnet sich hier unten der serielle Monitor. Und ich resette jetzt einmal hier meinen ESP32 mit dem Reset-Button. Und voilà, da ist es. Er sagt also, er hat einen Wi-Fi-Manager aufgemacht mit der Webserver, also ein Access Point mit der IP 192.168.4.1 und mit dem müsste ich mich jetzt hier verbinden, dann meine Wi-Fi-Credential eingeben, wie gehabt bei Tasmota eben so üblich ist und dann ist die ganze Geschichte jetzt damit eigentlich beendet. Also ihr habt gesehen, wenn irgendetwas nicht geht, er findet den Comport nicht, er hat einen falschen Bauträte oder so, schaut in eure Plattform IO INI rein. Und wenn ihr da mal reinschaut, ich öffne die nochmal. Ich weiß nicht, ob der Herr Arendt das gelassen hat oder weggelöscht hat. Ja, hier oben. In jeder Plattform IO INI werdet ihr diesen Text hier finden. Und da ist so ein Internetlink, Docs-Plattform. Ihr drückt die Kontrolltaste, geht auf diesen Link hier und sagt dann, ja, Configure Trusted Domains. Und er öffnet dann eigentlich ein Browserfenster. Ja, ich glaube, das Open wäre das Richtige gewesen, nicht Configure Trusted Domains. Open, okay, nochmal. Klick, Open, ja. Und dann geht ihr, dann öffnet er euren Browser und dann habt ihr hier die Dokumentation von dieser Plattform IO. Und hier oben habt ihr ein Suchfeld und da könnt ihr alles eingeben, was ihr da gerade sucht. Sagen wir mal, ihr wisst nicht, wie man in der Plattform IO.ini plattformio.ini jetzt den Monitor einstellt, dann gibt als Suchbegriff einfach mal Monitor ein, drückt Enter, dann wird er hier suchen und dann seht ihr schon hier Device Monitor, da hier diesen Eintrag, da klickt ihr einmal drauf und dann kriegt ihr hier eine Hilfe, wie ihr hier den Monitor einstellt, also die richtige Bauträte und so weiter und so fort. Ja. Und wenn ihr mal Informationen haben wollt, zu Boards. Ich gebe mal jetzt hier ein Arduino Uno. Da habe ich schon. Und ihr möchtet Informationen, wie trage ich in der Plattform IO INI, was der Daniel ja gerade angesprochen hat. Wenn ihr in die INI hier reinguckt, dann habe ich ja ausgewählt ESP32. Das steht hier in der Plattform IO INI irgendwo drin. Dass er den, dass ja, er als ganz kleines Stückchen runter. Ganz kleines Stückchen da runter schon irgendwo. Sein, da bist schon ein Tick zu weit. Oben steht direkt Board bei Common. Genau, da steht es schon drin, dass er den ESP32 hier nutzen soll. Wenn ihr das ändern wollt, dann geht ihr, wie gesagt, zu dieser Seite, gebt hier oben mal den Boardnamen ein. Und zwar gebe ich jetzt hier mal Arduino Uno ein und sehe dann schon hier Konfiguration Udo, da klicke ich
mal drauf auf Konfiguration und dann kriegt ihr hier was angezeigt, nämlich dieses hier und das kopiert ihr einfach, ja, diese ganzen Zeilen einfach kopieren und in eure Plattform IO INI anstelle von dem, was jetzt hier steht, zu meinem Board im ESP, ja. Das kopiert ihr einfach dann in eure INI rein. Und schon seid ihr dann in der Lage, das an ein anderes Board zu nutzen. Wir hatten das am Freitag ja auch noch intern gemacht. Ne? Da sind wir ja hier auf dieses PIO Home oben gegangen, dann auf Boards. Genau. Und da hat man auch nochmal die Möglichkeit, sich das Ganze anzuzeigen. Ich fand die Anzeige etwas übersichtlicher. Aber ja, gut. Das wären so die zwei Varianten. So, es kann vielleicht noch der ein oder andere sich fragen, Jürgen, du hast ja gerade das Ding da kompiliert und der macht ja ein Hex-File bzw. ein Bin-File. Wo finde ich denn dieses Bin-File jetzt? Ganz einfach, ihr geht hier oben mal auf File und dann geht ihr mal auf Open Folder. Dann kommt ihr in dem Folder, wo das Projekt hier Tasmota drin ist. Da wechsle ich jetzt rein in Tasmota und da müsste es eigentlich eine Datei geben, die da heißt .pio. .pio, da ist sie, diese. .pio, da wechselt bitte mal rein und dann gibt es ein Unterverzeichnis Bild und dann wieder Tasmota und genau da drin, ich habe es jetzt hier nicht mehr drin, weil ich gerade geklickt habe, dass es löschen soll. Nee, da du bist ist auf einer Ordnerauswahl, du siehst gerade keine Dateien. So, soll denn das? Ich muss in die Datei gehen. So, ich gehe mal hier mit dem Explorer rein und zwar in C, Tutorial, Bilder, Dateien, Programme, Tasmota, wo ist Pio? Da, Bild, Tasmota 32, aber da okay, nee, ich ist trotzdem noch nicht erzeugt. Okay. Ich habe mit Make Clean. Ja, okay. Ihr habt hier unten in der Statusleiste dieses Icon mit dieser Mülltonne hier unten in der blauen Statusleiste. Da ist so ein Icon, so, sieht aus wie eine Mülltonne, ist auch eine Mülltonne. Und wenn ihr mit der Maus da drüber geht, dann kriegt ihr so ein Kontextmenü, Plattform IO Clean. Ja, wenn ihr da draufklickt, dann passiert eigentlich nicht viel, sondern er löscht einfach diese ganzen Bin-Files und die Objekt-Files, die dann dort in dem Ordner sind. Aber wenn ich das Ganze jetzt nochmal neu kompiliere, weil es geht ja schneller jetzt, dann werdet ihr feststellen, dass in diesem Ordner gleich die Dateien dort drin sein werden. Kleinen Moment, können wir uns gleich ansehen. Er schreibt auch hier Pio, Bild und so weiter. Schreibt er jetzt hier beim Kompilieren schon. Das geht jetzt ziemlich flott. Dürfte nicht mehr so lange dauern. Und dann kann man da gleich die Hex-Files sehen. Mal eben abwarten, kurz durchschnaufen. Schluck aus dem Glas. Wenn man so redet, hat man einen trockenen Mund. Sind denn bis dato irgendwelche Fragen dazu? Eine Frage hat der Johann gestellt, und zwar, ob er die Plattform für beliebige Firmwares nutzen kann. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Johann, yes, of course, no problem. So, you know, Windows is for pussies and Arduino IDE is also for pussies. So, ich habe jetzt hier das Programm kompiliert und jetzt gehe ich mal hier auf File. Open Folder, Tasmota, .pio, Bild, Tasmota und hier seht ihr schon die ganzen Files und hier irgendwo gibt es dann auch die Frameworks und die ganzen, machen wir ein bisschen größer. Also hier wenn drinne, du noch mal in den Explorer gehst und nicht in die Ordnerauswahl. kann ich auch machen, warte. Geh mal hier in den Explorer. Nee, du bist, steht Open Folder, du kannst nur Ordner auswählen. Ja, gut, ich muss hier meinen Windows Explorer öffnen. Wie gesagt, ich bin kein Windows-Fan, ich bin Unix-Fan. Mann, wenn ich Windows sehe, Windows ist für Pussy, ey. Das ist ja ein Hausfrauenprogramm. So, also, jetzt gehen wir hier in den Ordner Tutorial,
Bilder, Dateien, Arduino-Programme, Tasmota, Pio-Ordner, Bild, da rein. Da muss irgendwo die da BIN. Da ist die Firmware BIN. Da ist die Firmware BIN und das ist ja eben das EEPROM-File, ELF. Ja? Das ist das EEPROM-File. Gut. Soweit, so gut. Ein Punkt haben wir noch. Wenn keine Fragen sind, würde ich fortfahren. Wir haben gesehen, was die wichtigsten Punkte für Tasmota sind, weil da immer wieder Fragen kommen, wie kann ich Tasmota selbst kompilieren. Also mit Plattform I.O. keine Schwierigkeiten. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Ich schließe mal erstmal hier mein Terminal und schließe hier das. Und ich schließe jetzt hier auch das Projekt Tasmota. So, hopp. Nein. Warum kann ich dazu nicht move vom Sidebar? Was soll denn das? Warum kann ich... Save Workbench. Warum kann ich das jetzt hier nicht ver... Close Windows. Close Editor. Ich will das hier aus der Explorer-Liste rauslöschen. Close Folder. Close Project müsste das eigentlich sein, ne? Ja, Open, Move von Side, Move Sidebar. Ja, das ist das, was ihr am Freitag auch gesagt habt. Das geht auf jeden Fall nur oben über File. Oben File und dann hier. Dann Close und ich würde einfach Folder nehmen. Ja, aber ist ja hier nicht. Das wundert mich ja gerade. Close Folder, da. Ja, probier's mal. Zack, und schon ist es weg. Okay. Kommen wir jetzt mal zu dem Menüpunkt, zu dem Punkt Libraries einbinden. Das hatte ich ja jetzt ganz an den Abhang geschoben, weil zu Libraries muss ich noch ein bisschen was erzählen. Und zwar, und das ist der große Vorteil auch von Plattform I.O. und von der ganzen Geschichte mit Visual Studio Code. Und zwar, wenn ihr die Arduino-IDE habt und dort, sagen wir mal, die Library, was sollen wir jetzt nehmen, Liquid Crystal, ja, in der Version 1.0. Die könnt ihr euch downloaden und die könnt ihr euch dann in den Ordner reinpacken, wo ihr eben in den Library-Ordner von der Arduino-IDE. Könnt ihr euch da durchaus reinpacken und dann ist die da drin. Und dann, wenn ihr in einem Sketch eben irgendwas mit Display macht und so weiter, dann werden von allen Sketchen die gleiche Library benutzt. Ja? Nämlich diese Liquid Crystal, die ihr euch da ja dann auch installiert hattet. Ja, ich öffne mal eben hier die IDE von Arduino, um euch das mal zu zeigen. Das ist nämlich eines der größten Vorteile, die ich sehe bei Plattform I.O. Ja, ich gehe also jetzt hier hin und lade mir irgendeine x-beliebige Library, indem ich sage Bibliotheken verwalten und öffne die mal hier. Ja, lädt noch, ist ein bisschen langsam heute so und ich suche mal Liquid. Hier ist die Library. Oh, was macht der denn hier? Windows ist so schrecklich. Nee, Liquid schreibt mal mit D. Ah, ja, aber gerade war er doch schon da. So, hier ist diese Library und ich kann sie jetzt hier, die ist ja schon installiert, ich nehme mal eine andere, hier, die ist noch nicht installiert. Von Adafruit, die Liquid Crystal, ich sage jetzt hier installieren und es ist die Version 1.1.0, jawohl, das ist die neueste Version, 1.1.0. Und egal, welches Programm ich jetzt hier, welches Sketch ich jetzt hier schreibe, alle Sketche, sobald ich diese Library einbinde, werden die Version 1.1.0 nutzen.
Ja? Ich kann also keine weitere Version oder eine andere Version von dieser Library dort einbinden. Das geht einfach nicht. Ja? Das heißt, die Arduino IDE wird immer meckern, wenn diese Library dort schon existiert. Zwei Libraries von der gleichen, also zwei gleiche Libraries mit unterschiedlichen Versionen kann ich in der Arduino IDE schlecht einbinden. Was ich meine, das werde ich euch jetzt hier mal grafisch darstellen. Ihr habt also, wie ihr hier seht, 1, 2, 3, 4 verschiedene Sketche. Die machen alle was völlig anderes. Der erste Sketch wäre jetzt zum Beispiel ein Sketch, um einen Schrittmotor zu steuern. Die zweite wäre jetzt, um einen LED-Streifen zu steuern. Aber in Arduino IDE könnt ihr nur eine Library mit der einer Version. Was ist aber, wenn der Sketch 1, den ich geschrieben habe, nur mit der Library-Version 1 läuft, aber mein Sketch 3, der läuft nicht mit der Library-Version Version 1, der muss die Version 0.9 haben. Und mein Sketch 4 muss die gleiche Library haben, aber in der Version 3.2 oder was auch immer. Ja? Dann bin ich mit der Arduino IDE schon aufgeschmissen. Das geht nicht in der Arduino IDE. Aber in Plattform.io kann ich Folgendes tun. Ich habe hier wieder meine vier Projekte und ich habe für das erste Projekt habe ich eine Library in der Version 2 und weise die dem Projekt 1 zu. Ich habe die gleiche Library, absolut die gleiche, nur in der Version 2 und weise die dem Projekt 3 zu. Und das Projekt 4, das kriegt zugewiesen die Library, die gleiche Library in der Version 2 wieder. Ja? Und das meine ich damit, dass man die Libraries projektbezogen zuweisen kann. Und genau darum geht es jetzt. Ja? Ich habe hier nochmal ein Bild, da ist das nochmal gezeigt. An dieser Stelle, diese Grafik habe ich geklaut. Und zwar gibt es einen tollen YouTube-Kanal, der da heißt DroneBot. Viele kennen den vielleicht, ist ein Engländer, glaube ich, oder Australier. Der macht sehr viel Videos mit Arduino Co. Elektronik. Der hat das mal hier gemacht und ich habe das einfach per Screenshot kopiert, geklaut. Ja, das ist nicht mein Sheet hier, was ich erstellt habe, sondern das habe ich von ihm geklaut. Er möge es mir verzeihen. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ich kann also innerhalb von Plattform.io verschiedene Libraries zuweisen und verschiedene Libraries dort zuordnen. Und genau auf diesen Punkt gehen wir jetzt mal ein. Ich habe im Vorfeld schon ein Projekt erstellt. Und zwar, ich gehe hier wieder auf das Häuschen zu Plattform.io und ich habe hier schon ein Projekt erstellt. Ich gehe hier unter Projekt und zwar hier. Dieses Projekt, das öffne ich jetzt mal. Open und da ist es schon. Das ist eine Schrittmotorsteuerung und wie gehabt im Verzeichnis SRC Main CPP, da liegt der Code. Also um es mit früheren Worten zu sagen, der sogenannte Sketch. Jetzt habe ich nur einen Fehler gemacht. Bei mir mosert er das nicht an. Deswegen gehe ich doch mal hin und lösche das noch mal hier raus, weil das braucht man ja. Upp, komm her. Ich lösche das doch mal hier weg, damit ihr das mal seht. Zup. Und speichere mir das. Und jetzt gehe ich wieder in meiner SRC. Zoomst du noch mal ein bisschen wieder rein? Ja, kann ich machen. Ich zoome mal etwas noch mal rein. So groß genug? Ja. Ja, das reicht. So, und jetzt muss ich das natürlich einmal Exit und noch mal neu starten, damit es wirksam wird für mich.
So, ich habe also hier meinen Code mit dem Schrittmotor. Und hier in dem Code werden ganz am Anfang zwei Libraries geladen. Einmal die Liquid Crystal PCF 8574. Dann wird hier die Wire Library geladen und es wird eine Library geladen von Adafruit innerhalb des Programms PWM Servo Monitor. Das ist so ein Modul, das braucht diese Library. So, wie viele wissen, manche Libraries sind Built-in-Libraries, wie die Wire.h. Die brauche ich nicht installieren. Die kennt die Adu das Arduino Framework kennt diese Library schon. Genau wie die SPI Library, die ist auch schon drin. Oder die EEPROM Library, die ist auch schon drin. Ja, also die brauche ich nachinstallieren. Aber nehmen wir mal an, mein Programm kennt ja diese Libraries nicht. Und wie kriege ich die jetzt installiert? Ganz einfach, ich gehe einfach hin in meinem Quellcode und kopiere mir hier den Namen der Library. Ja, also ich markiere den mir ohne den Punkt H, nur den Namen. Rechte Maus und sage dann hier Copy. Gehe dann hier wieder unten auf das Häuschen, um Plattform.io zu starten und gehe hier jetzt auf das Icon Libraries. Habe dann hier ein Suchfeld, da gehe ich mit Steuerung V, kopiere ich mir das soeben kopierte rein, nämlich die Liquid Crystal PCF 8574 und sage dann einfach hier einmal suchen. Jetzt habe ich hier so einen großen Monitor, dass ich ja. Und schon findet er die Library, und zwar ist es hier die zweite Library. Da klicke ich einmal drauf und dann sagt er mir hier, Add to Project. Hier könnte ich jetzt die verschiedenen, wie ihr seht, es gibt ja verschiedene Versionen von der Library. Für mein Projekt möchte ich jetzt gerne hier die Library-Version, die neueste 1.3.0 nutzen und sage einfach Add to Project. Wenn ich dann irgendwann mal ein anderes Projekt mache, kann ich hier sagen 1.2 und Add to Project. So kann ich den einzelnen Projekten verschiedene Library-Versionen zuordnen. Ja, das ist wichtig, dass man das hier kann. Ich nehme hier die neueste Version und sage Add to Project. Dann geht ein anderes Fenster auf und er fragt mich hier ab. Erstmal zeigt das mir an hier oben. Das ist die Library. Und hier unten im zweiten Feld fragt er mich ab, zu welchem Programm soll ich denn diese Library zuordnen? Ja, wenn ich da draufklicke, geht eine Liste auf und ich sage eben hier zu meinem Arduino-Programm Schrittmotor Steuerung. Klicke da drauf, scrolle nach unten und sage Add. Das dauert dann einen kleinen Moment. Dann erscheint hier so ein Pop-up-Fenster. Congratulations, Sie haben ja, die Library korrekt installiert. Jetzt gehe ich mal wieder zurück. Ich mache mal das Fenster hier zu, dieses auch. Und ich gehe mal zurück in meine Plattform.io.ini. Und ihr seht hier, genau hier, hat er jetzt einen Eintrag gemacht, nämlich lib-deps gleich. Und dann eben den Programmierer und eben den Library-Namen und die Version. Ja, das ist wichtig, dass ihr das verstanden habt, dass man zu unterschiedlichen Programmen verschiedene Library-Versionen zuordnen kann. Ja, viele, die lange dabei sind, die kennen das. Das eine Programm läuft nur mit der Library-Version 1.0, das andere Programm läuft nur mit der Library-Version 1.4, das nächste Programm läuft nur mit der gleichen Library, aber mit einer anderen Version. Das kann ich in der Arduino-IDE nicht machen. Ja, da bin ich darauf angewiesen, wenn ich einmal eine Library-Version installiert habe und ich möchte eine andere Version nutzen, dann muss ich jedes Mal hier hingehen und sagen, Bibliotheken verwalten, muss dann hier in die Bibliothekenverwaltung rein,
muss man dann hier die Library suchen und dann eben hier über das Kontextmenü eine andere installieren. Und das mache ich dann ständig und werde dann ganz mischugge. Ja. Thomas Heu schreibt, das ist jetzt wirklich mal ein Vorteil. Ich sage immer noch, das Feature ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Also klar, unterm Strich, man kann eigentlich fast nur dadurch gewinnen. Für so Standardsachen ist es erstmal ein bisschen mehr Aufwand. Aber es ist auf jeden Fall sicherer, diese Variante. Von wem kam die Frage, von welchem User? Nee, war gar keine Frage, war eine Aussage, dass es ein Vorteil ist. Das war eine Aussage von einem User. Thomas Heu. Also ich... Thomas, also ich kann dir jetzt nur sagen, das, was ich heute dir gezeigt habe von Visual Studio Code beziehungsweise von Plattform.io sind vielleicht 0,5%. Das Teil ist so mächtig. Wie gesagt, ich bin kein Programmierer. Ich kenne auch nicht alles. Ich weiß auch nicht, was alles mit diesem Tool möglich ist. Ja, aber Programmierer sagen mir, das ist die eierlegende Wollmilchsau. Ja. Daniel wird sich wahrscheinlich da noch ein bisschen tiefer einarbeiten, wie ich es getan habe oder wie ich es für nötig gehalten habe, was damit alles möglich ist. Aber das ist nicht der einzige Vorteil von diesem Plattform.io und von diesem Visual Studio Code. Ja, ganz ehrlich. Also, was ich heute gezeigt habe, sind vielleicht ein paar Prozent. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Schritt, den ich unbedingt sagen muss, sonst kommen wieder Beschwerden. Ich öffne hier mal in der Arduino IDE ein kleines Programmchen, was ich schon, glaube ich, vorbereitet habe. Und zwar, da ist es, auf dem anderen Monitor. Hier. Und zwar ist das auch nichts anderes wie das Blink-Programm mit dem einzigen Unterschied, ihr seht es hier, Pin-Mode, ich weise wieder einen Pin-Mode zu, Pin 2 ist ein Output in der Setup-Methode und in der Void-Loop rufe ich eine Funktion auf, also ein Unterprogramm, wie ich das immer sage. Daniel, möge es mir jetzt verzeihen. Es ist eine Funktion, ich weiß. Es ist eine Funktion oder eine Methode. Ich sag Unterprogramm, fertig, aus. Ja, ich rufe die Methode wäre es gewesen. Ja, gut. Ich rufe hier in der Void Loop ein Unterprogramm auf, und zwar hier blinken. Und hier ist dieses Unterprogramm oder diese Methode Void blinken. Und da schreibe ich nichts anderes wie den Digital Write Port 2 auf High, setze eine Delay von 1000 Millisekunden und schreibe dann wieder auf den gleichen Port Low und warte dann wieder 1000 Millisekunden, also eine Sekunde. Und dann geht er wieder zurück in die Loop. Dort wird wieder die Methode aufgerufen und so weiter und so fort. Ja? Ich werde das Ganze jetzt hier in der Arduino IDE einmal kurz kompilieren, indem ich hier auf den Haken draufklicke und das Fensterchen hier mal offen mache, dann seht ihr hier die Arduino IDE. Tut es kompilieren, es kommen auch keine Fehler, nichts. Wunderbar, prima. Gucken wir mal, ob es bis zum Ende läuft. Warum er für so ein kurzes Programm so lange dauert, ist mir auch ein Rätsel. So, er ist fertig, er hat keine Fehler, er hat alles geschrieben und hier stehen die Variable Größe 32%. Also das Programm ist programmtechnisch in Ordnung. Jetzt gehe ich mal hin und dazu tue ich den erstmal hier wieder schließen. Oben bei File. Bei File und dann sagen, weiter unten. Los. Close, ja, close, unten fängt es erst mit Close. Ah ja, ich habe so eine hohe Auflösung genau. Hier. Ja. Close Folder. Und jetzt öffne ich das gleiche Programm, das absolut gleiche. Und ihr müsst es mir einfach glauben, weil ihr es gleich sehen werdet. Das gleiche Programm öffne ich jetzt hier in Visual Studio Code, beziehungsweise in Plattform.io Ini. Gehe wieder auf meine Projekte. Und dann habe ich hier das ja schon mal
drin. Wo ist es? Wo haben wir es? Hier. Blink mit Funktion habe ich es genannt. Ich sage Open. Und schon seht ihr es hier auf der linken Seite. Ich öffne wieder meine Main-CPP und genau bis auf natürlich bis auf die Einbindung der Arduino H, die ich ja immer machen muss hier, ist der Code derselbe. Ja, ich habe hier, warte, das ist nicht so der Fall. Und zwar, nein, das ist nicht derselbe Code. Das ist ein völlig anderer Code. Ich lösche das hier nochmal weg und hole mir den Code ganz einfach aus meiner Arduino-Idee. Hier, da, klick, kopieren und füge den jetzt hier einfach paste ein. So, ich habe also genau den gleichen Code. Absolut identisch. Jetzt gehe ich hin und kompiliere das Ganze mal. Ich klicke hier auf den Haken und sag kompilieren, eröffnet mir wieder hier so ein Terminal-Fenster. Und was zeigt er mir hier an? Ein Scheiß, deutsch gesagt. Und zwar sagt er hier jetzt SR10 main-cpp, das ist ja die Datei. Error blinken was not declared in scope. Ja. Und am Anfang habe ich auch da gesessen und habe gesagt, ist der bescheuert? Blinken ist doch deklariert und zwar einmal wird es hier aufgerufen und hier ist doch mein Blinken. Das ist doch meine Methode Blinken. Was mosert der da immer an? So, und der Trick dabei ist, ich rufe die Methode, also die Funktion oder Methode oder Unterprogramm Blinken in der Void Loop auf. Das seht ihr hier. Und sie kommt aber erst nach der Void Loop. Das seht ihr hier, die kommt da drunter. Und genau das ist der Unterschied zwischen der Arduino IDE und der Plattform I.O. bzw. Visual Studio Code. In Visual Studio Code und in Plattform I.O. muss die Funktion vor dem Aufruf sein. Das heißt also, ich muss diese Funktion jetzt hier, sage ich mal, Cut ausschneiden und ich setze sie mal ganz am Anfang meines Codes hier direkt um. Entschuldigung, V. Ich habe sie jetzt also stehen, bevor ich sie aufrufe, innerhalb des Codes, Codesablaufs. Ja? So, ihr wisst ja, das ist ja alles sequenziell. Der fängt also an mit Zeile 1 und arbeitet sich von oben nach unten durch. Und ich habe sie jetzt hier oben eingetragen, bevor ich sie in der Void Loop aufrufe. Und jetzt gehe ich mal hin und sage, kompilier doch bitte jetzt einmal. Und er kompiliert. Mal gucken, ob er jetzt auch den Fehler anzeigt. Nein, er zeigt den Fehler natürlich nicht mehr an. Hier steht es jetzt, Success, also das Programm wurde kompiliert, ist in Ordnung, kann down abgeloadet werden. Und das müsst ihr euch beherzigen. Innerhalb von Plattform I.O. müssen alle Funktionen bzw. Methoden vorher stehen, bevor ich sie aufrufe. Wenn sie jetzt unterhalb von Void Loop stehen würde, dann würde er mir wieder den Fehler an. Und genau das tut die Arduino-IDE nicht. Hier steht sie ja innerhalb der Arduino-IDE, steht diese Funktion nach dem Loop. Und ich könnte sie auch an beliebiger Stelle hier in der Arduino-IDE setzen und er würde niemals mosern, solange sie existiert. Ob ich sie jetzt hier stehen habe oder darüber, das interessiert der Arduino-IDE nicht, aber Visual Studio Code, der ist da halt ein bisschen eigen. Da müssen die, bevor sie aufgerufen werden, stehen. Und das sollte man wissen, wenn man Code oder Programmcode sich irgendwo downloadet, dann ist es meistens so. Und Daniel wird es vielleicht bestätigen, dass die Leute immer die Methoden bzw. Funktionen ganz zum Schluss unten irgendwo im Quellcode haben.
Ja, ich weiß natürlich nicht, wie die anderen das machen, aber ich habe mir das halt immer so angewöhnt, weil für mich sind halt gerade Setup und die Loop-Methode so die Einstiegspunkte. Also will ich die oben sehen, weil ich lese von oben nach unten. Und umso mehr ich ins Detail gehe, was ja nun mal in diesen Unterfunktionen passiert, umso weiter unten sollte das auch stehen, weil was bringt mir das, wenn ich den letzten Schritt schon kenne, wenn ich noch gar nicht weiß, von wo wird der überhaupt ausgeführt. Deshalb finde ich das immer etwas unglücklich, diese. Ja, es ist ja eigentlich so das C-Vorgehen, ne? Dass alles erst deklariert werden muss, bevor ich es verwenden kann. Und die, ja, deshalb mir persönlich gefällt diese Reihenfolge auch ehrlich gesagt gar nicht, aber ist leider an der Stelle so notwendig, Ja, gell? ich wollte nur mal darauf hinweisen, weil, wie gesagt, wenn man das nicht beherzigt, bekommt man beim Kompilieren natürlich einen Fehler. Und wenn man Neuling ist und das er ja zum ersten Mal so nutzt, das ganze Programm, dann ist es halt so, dass man da dann seine Schwierigkeiten hat, weil man dann ja immer sagt, ja, Mensch, verdammte Hacke hier, die Funktion ist doch deklariert, die ist doch da, die sehe ich doch hier. Ja, und sucht sich da einen Wolf. Ja, Ja, und das deswegen. ist halt, denke ich, auch so mit der größte Aufwand überhaupt am Anfang, wenn ich jetzt irgendein Programm nehme, aus der Arduino IDE entwickelt und das jetzt einfach mal ebenso mit Plattform.io bearbeiten möchte. Also da könnt ihr euch drauf einstellen, da wird erstmal ein bisschen Zeit fällig, um eben solche Reihenfolgen anzupassen, die Libraries dann entsprechend einzubinden, bis das Programm dann da auch wirklich startfähig ist, sage ich mal, kompilierfähig ist. Aber ansonsten im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich bin kein Programmierer und mir hat diese Software den Einstieg in die Programmierung ein bisschen erleichtert, weil ich kriege hier viele Hilfen und wenn ich Fehler mache und ich kann ein Debugging machen und so weiter und so fort. Also mir persönlich gefällt diese Umgebung besser, weil auch die Programmierer, die ihre Projekte in GitHub vorstellen, immer mehr. Ich kenne fast keinen. Ob es jetzt Tasmota ist oder ob es unsere MQTT-Bridge ist oder was auch immer. Wenn man sich das Repository runterlädt, wird man sofort erkennen anhand einer Datei, die da heißt platform.io.ini, die sind alle für diese Platform.io geschrieben und optimiert. Ja. Ja, Also, absolut, absolut. Also ich wollte jetzt damit auch nicht das Programm schlecht reden, also nicht falsch verstehen. Ich sage nur, der Umstieg ist halt nicht so ohne weiteres, dass ich jetzt einfach sagen kann, ich lade jetzt einfach mal mein Arduino IDE-Projekt hier und kann direkt loslegen, sondern die Punkte, die du nee. halt erwähnt hast, müssen halt einmal angepasst werden. Aber natürlich, diese Anpassung auf lange Sicht lohnt sich natürlich, weil ich hier eine viel größere Unterstützung habe als in der Standard-Arduino IDE. Hier kam eben im Chat schon der Hinweis, ich glaube, den hatte ich nicht laut vorgelesen, dass wir uns dazu mal die Pro-Version der Arduino IDE anschauen sollten, dass die, und da hatte ich auch gerade eben einen Blick drauf geworfen, die scheint auch Debugging etc. zu unterstützen. Da hat man wohl auch die Möglichkeit, mehrere Projekte drin zu laden. In dem Kontext wurde das hier auch im Chat erwähnt. Also von daher werde ich auch mal noch einen Blick drauf werfen, vielleicht mal da auch noch einen Vergleich machen oder vielleicht auch mal nur irgendwo einen Post oder so. Ja, kann man machen. Also, wie gesagt, ich habe mich jetzt festgelegt. Ich meine, man kann, es gibt hunderte von IDEs für irgendwelche Programmiergeschichten. Ja. Ich habe mich jetzt einmal festgelegt gehabt, weil das nutzen viele bei uns, so in der Community, dieses Platform.io auf Basis von Visual Studio Code. Und was mir auch gefällt, ich programmiere ja oder als Elektroniker mache ich ja nicht nur Projekte mit Arduino und Atmel-Geschichten oder ESP-Geschichten, sondern wir arbeiten mit externen EEPROMs, mit PIC-Controllern, mit Intel-Controllern und mit ARM-Controllern und so weiter und so fort. Ja, und Plattform.io kennt sie alle und ich kann damit programmieren, ne? Oder zumindest brennen oder sonst was machen. Und ich fand es nicht schlecht. Also wer Nee, absolut. Interesse hat, deswegen haben wir diesen Livestream jetzt hier gemacht. Und ich bin auch somit eigentlich hier schon so weit am Ende. Ja, wenn keine Fragen mehr sind oder was, dann
könnten wir jetzt hier die Software schließen. Jawohl, ja. Ich bin auch schon wieder auf den Splitscreen gewechselt. Ja, ich fand es auf jeden Fall auch nochmal schön an der Stelle so zu sehen. Wie gesagt, ich habe das ganze Programm am Freitag erst installiert, auch wenn ich es mir eigentlich schon viel länger vorgenommen hatte. Wie gesagt, die Inspiration dazu, das ganze Thema anzugehen, kam von seitens Jürgen. Also an der Stelle auch nochmal Dankeschön, dass du das Ganze soweit hier vorbereitet und vorgestellt hast. Dankeschön, ja. Gern getan. War auf jeden Fall ein schöner Einblick, denke ich, in die ganze Materie. Da kommt auch gerade noch schon mal ein erstes Feedback. Vielen Dank, hat mir sehr gut geholfen. Gerne mehr davon. Ja, also wenn euch das Thema interessiert, wie gesagt, liefern wir gerne auch noch mal Details nach. Wir können gerne mal im nächsten Stream so ein bisschen vielleicht auf Debugging eingehen. Also wie finde ich einen Fehler in einem lauffähigen Programm, was aber vielleicht nicht so ganz das macht, was es soll? Wie komme ich da dann dahinter und was für technische Möglichkeiten hätte ich dazu? Das könnte ich jetzt einfach mal so als Thema anbieten, wäre jetzt so für mich eigentlich der nächste logische Schritt. Und ja, ansonsten denke ich... Ja, wie gesagt, es ist jetzt für den Profi nicht viel Neues gewesen oder überhaupt nichts Neues. Aber darum ging es ja auch nicht in dem Stream, sondern einfach mal den Anfänger zu zeigen, dass es eine Alternative gibt. Ja, und du wirst dich da ein bisschen vertiefen und dann auch mal Debugging, wenn die Leute Interesse haben, machen da mit oder sonst was. Das ist... ja, das bleibt jedem selber überlassen. Ich bin zu dick geworden, glaube ich. Mein Hemd spannt. Dein Hemd spannt. Oh, oh, oh. Ja, deshalb ziehe ich Sweatshirts an. Da fällt halt nicht ganz so auf. Und ist schwach sowieso nicht. Johann sagt, you open a new world for me and that in Windows. Thanks a lot. Yes, Johann. The learn curve is very, 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 very high. Yeah, you have to learn a lot of things. Thomas Heu sagt auch, danke, war sehr interessant. Ja, also es freut uns wie immer, wenn wir euch helfen können. Und ja, wir bemühen uns natürlich auch, euch weiter mit spannenden und interessanten Themen zu versorgen. Arduino war jetzt nochmal, ich sag mal, so ein kleiner Ausbruch aus der zuletzt betretenen Home Assistant-Welt, worum sich ja die letzten Streams und Videos so gedreht haben. Am Mittwoch kommt da übrigens auch schon das nächste Video. Alle, die schon Mitglieder auf dem Kanal sind, haben das Video wahrscheinlich schon gesehen, gehe ich mal von aus. Und alle anderen kriegen das Video dann am Mittwoch zur Verfügung gestellt. Und zwar zeige ich in dem Video, Moment, jetzt muss ich gerade überlegen, was habe ich gemacht? Nein, ich habe noch nicht den Müllplan gemacht. Ich bin durcheinander. Weißt du es? Ach genau, Benzinpreise in Home Assistant. Und zwar nicht nur die Benzinpreise einbinden in Home Assistant und anzeigen, sondern wir haben sie auch in der richtigen Reihenfolge sortiert, dass immer der kleinste Benzinpreis oben ist. Das war eigentlich so die Königsdisziplin des Ganzen. Das Einbinden ist eigentlich relativ simpel und selbsterklärend. Das mit dem Sortieren, das hatte es dann schon ein klein bisschen mehr in sich. Da ging es dann schon wieder ein bisschen in die Programmierung. Wie gesagt, das Video kommt auf jeden Fall am Mittwoch. Und für alle Mitglieder, wie gesagt, ist das Ganze jetzt schon verfügbar. Ich bin gleich wieder zurück. Ich muss die Tür öffnen. Einen Moment. Du musst die Tür öffnen. Tu dies. Johann Witschlink, for the video, I think on Wednesday you see it on my channel. Ich kann aber mal eben kurz gucken. Ja, genau. Ansonsten für alle Mitglieder, ich kann auch mal eben kurz den Link zur Mitgliedschaft hier posten für die Leute, die das Ganze interessiert, die vielleicht auch schon vorab unsere Videos hier sehen möchten, die findet ihr hier
Wenn ihr einmal Mitglied geworden seid, auf meinem Kanal im Community-Tab, da verlinke ich dann entsprechend in den Post das Ganze für die Mitglieder. Und wie gesagt, alle anderen können das Video dann am darauffolgenden Mittwoch auf jeden Fall auch sehen. Also wie gesagt, ich produziere grundsätzlich hier keinen Exklusiv-Content. Einziger Vorteil für die Mitglieder, sie können schon mal vorab die Videos schauen. Links from Visual Studio etc. I will publish in the description of this video. I think tomorrow you can see it in the description. I think then I have updated it. Yeah, no problem, Johan. You will get the links from Daniel. Zu dem Stream vielleicht noch eben ganz kurz. Dadurch, dass wir in der Mitte diesen blöden Abbruch hatten, wo hier alles abgestürzt ist und YouTube den Stream getrennt hat, deshalb haben wir jetzt hier ja zwei Streams. Ich werde also nachher, ich schätze mal, die erste Hälfte ist schon veröffentlicht, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich werde das nachher alles offline nehmen. Ich habe, hoffe ich mal, die lokalen Mitschnitte alle bei mir auf der Platte. Ich schneide das Ganze dann wieder zu einem Video zusammen und lade das Ganze nochmal als Video dann morgen wieder neu hoch. Geht der Chat leider dran verloren durch diese Geschichte, aber so haben wir zumindest ein zusammenhängendes Video und nicht in zwei Teilen. Ich hoffe, das ist für euch auch alle dann so in Ordnung. Habt ihr ansonsten... Daniel sprach gerade... Entschuldigung? Bitte? Daniel sprach gerade noch Home Assistant an, wie gesagt... Visual Studio Code hat einen super Editor. Wie gesagt, man kann da wunderbar die sogenannten YAML-Dateien bearbeiten. Die werden auch wirklich super angezeigt und es wird auch sofort angezeigt, so wie auch bei den Arduino-Codes, wenn man irgendwo einen Fehler gemacht hat mit den Leerzeichen. Ja, Daniel weiß ja, die YAML brauchen ja immer ein paar Leerzeichen und sowas. Also da ist die Formatierung von YAML-Dateien für Home Assistant auch super für geeignet, also der Editor von Visual Studio Code. Ich meine, da gibt es ja auch noch die Integration, ich weiß gar nicht, ne? Ich glaube, die haben wir noch nicht vorgestellt bei uns, wobei ich da persönlich auch nicht ganz so Freund von bin im Home Assistant, weil die ja doch extremst speicherhungrig ist, das Ganze da rein zu integrieren. Ich würde an der Stelle, glaube ich, eher dazu tendieren, das Visual Studio auf dem Rechner zu installieren und dann über die Netzwerkfreigabe die Dateien zu editieren. Aber es gibt, wie gesagt, eben beide Möglichkeiten. Es gibt auch in Visual Studio Code ein Plugin für Docker. Sollte man sich mal ansehen, ja. Die Home Assistant-Leute nutzen dieses Plugin, was man da installieren Hast kann. Hast du das gerade bei dir auf dem Bildschirm offen? Oder, also wolltest du das auf dem Bildschirm zeigen? Oder warte weil mal, du da gerade klickst? Dann würde ich noch mal wechseln. Ja, kannst du ja mal meinen Bildschirm noch mal teilen? Ja, geht das? Natürlich. Jawohl, Sekunde. So. So, und zwar geht man ja auch wieder hier auf diese Vierecke drauf. Dann kriegt man ja wieder hier die Suchmaske für Plugin und da gebe ich einfach mal ein Docker und dann seht ihr hier, es gibt einen Docker Explorer, es gibt ein Plugin Docker Linter. Was das alles ist, fragt mich nicht. Ich arbeite mit Docker nicht, also bis auf Home Assistant. Ja, aber es gibt jede Menge Sachen für Docker und Docker Dive. Was ist das? Weiß ich nicht. Muss der Daniel sich mal schlau machen, was man mit diesen Plugins für Docker hier innerhalb von Visual Studio Code alles machen kann. Ja, man geht dann einfach hier auf Install und dann wird das Plugin installiert. Aber wie gesagt und gewünscht, Daniel wird es nachverfolgen und wird dann mit Sicherheit bei gegebener Zeit dann mal wieder einen Livestream machen. Ja, da überforderst du mich jetzt gerade auch so ein bisschen. So schnell war ich auch im Lesen gar nicht. Ja, aber zu Docker haben wir sicherlich noch das eine oder andere. Also wir haben jetzt gerade auch noch mal uns näher angeschaut. So auf dem Discord ist das jetzt schon häufiger Thema gewesen, wo wir jetzt auch aufgrund dessen eine kurze Anleitung gemacht haben. Wie installiere ich Home Assistant im Docker-Container von Hand, weil eben für viele es ein Problem ist, dass sie eben nicht an den Host-Container drankommen bei der Standard-HAS-IO-Installation
Und weil sie dann sagen, Herr, komm, ich möchte jetzt aber doch gerne entweder was am Container noch, am Hostsystem noch ändern oder vielleicht noch einen Container zusätzlich darauf installieren. Das kann ich jetzt aber nicht. Und dafür haben wir halt jetzt auch eine Lösung mal dokumentiert, wie man das Ganze mit wenigen Befehlen von Hand in einem Raspbian einfach so installieren kann. Ist jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal erprobt bei uns. Ich habe das Ganze bei mir in der Ubuntu VM auf meinem NAS ausprobiert. Das hat auch reibungslos funktioniert. Also, wer da Interesse dran hat, da könnt ihr gerne mal bei uns auf dem Discord vorbeischauen, in die Home Assistant FAQs. Da haben wir das Ganze dokumentiert, beziehungsweise die Anleitung verlinkt. Also mein Screen, wenn du den noch siehst, es gibt hier die Home Nee, Assistant gerade Geläute. nicht mehr. Ich sehe noch, die Benutzer sehen ihn jetzt halb. Sagt Ja. unter den Plugins für Visual Aber Studio zu. Code gibt es hier diese sogenannten Docker. Make it easy to create, manage und so weiter und so fort. Docker Container und natürlich hier diesen Docker Explorer. Diese beiden Plugins für Visual Studio Code nutzen viele von den Leuten Home Assistant. Was damit alles möglich ist, weiß ich selber jetzt noch nicht zu Ja, ich 100%. schätze mal, das Ganze bezieht sich irgendwo auf die Docker Compose etc., also diese ganzen Konfigurationsdateien von Docker. Vielleicht gehen sie sogar auf die laufenden Instanzen. Genau, Aber wie gesagt, das Docker ist jetzt ist. alles Mutmaßung, das müsste man sich dann einfach mal im Einzelnen angucken. Ich weiß aber nicht, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen zu weit geht an der Stelle. Ich glaube, da wäre sowas wie Portainer, glaube ich, für die meisten eher interessant, wo ich einfach sehen kann, Ja, es was gibt für noch. Docker habe ich bei mir laufen und wie komme ich in die Geräte rein. Ich kann das vielleicht mal eben kurz bei mir zeigen. Wechsel mal eben auf meinen Bildschirm. Oh, wie war denn jetzt hier der Login? War das so? Ja, das sieht gut aus, das war aber die falsche Szene. So, jetzt aber. Hier, das wäre jetzt zum Beispiel Portainer. Portainer bei mir auf der virtuellen Maschine. Portainer ist also einfach eine Möglichkeit. Danke an Marfee86, der mir das gezeigt hat. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, seine gestarteten Docker-Container sich auflisten zu lassen. Heißt, hier seht ihr, diese ganzen Container laufen bei mir in der virtuellen Maschine. Und dann habe ich jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit, mir den Home Assistant Container genauer anzusehen. Hier listet er mir halt so diverse Informationen wie Zeitzone und alles dazu auf. Und jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Irgendwo hatte ich hier, ja, einmal haben wir hier die Möglichkeit zu sagen Logs. Das heißt, hier sehe ich die Logs von dem eigentlichen Docker Container. Was ich persönlich aber noch viel interessanter finde, ist eigentlich der Punkt Konsole. Ich kann jetzt hier oben auswählen, ob SH, Bash oder Ash. Das kommt halt darauf an, was für ein Docker-Container das Ganze ist. In meinem Fall war es, glaube ich, SH. Und wenn ich jetzt hier Connect klicke, dann seht ihr hier, bin ich direkt auf dem Terminal in meinem Docker-Container und kann jetzt hier über Portainer hier Befehle in meinem Home Assistant Docker zum Beispiel ausführen. Kann jetzt hier also mit ls mir alle Dateien in dem Config-Ordner zum Beispiel anzeigen lassen, nur damit ihr mal seht, dass ich auch gerade in diesem Container wirklich drin bin. Du Ja, also das ist kannst auf jeden dort in Fall den so ein Tool. Frage, kannst du jetzt in dem Terminal, in diesem Linux-Terminal auch mit apt arbeiten und Programme nachinstallieren oder? Ich habe hier nicht mehr Befehle als vorher auch. Also apt kennt Home Assistant ja von Haus aus erstmal nicht. Ja, nee, aber wie Ich gesagt, bin ja kann schon ich. in dem Docker, ich bin ja nicht mehr auf dem Host. Nee. Also der Container bietet mir jetzt nicht mehr, nur weil ich ihn von außen über was anderes anspreche. Das ist einfach nur eine einfache Möglichkeit, in den Container reinzukommen, ohne dass ich Also groß irgendwie was machen muss. Ne, also das ist einfach ein praktisch. zusätzlicher Docker-Container, den installierst du einfach auf die gleiche Maschine, wo die anderen Docker-Container laufen. Und dann hast du unter Port 9000 einfach diesen Webservice laufen, worüber du alle deine Container halt managen kannst. Du kannst die hier oben halt auch stoppen, starten und umkonfigurieren und was auch immer du möchtest.
Also ist zumindest eine angenehme Administrationsoberfläche. Ich sage mal, so ungefähr das, was PHP MyAdmin für MySQL-Datenbanken ist, das ist so das Portainer, sage ich mal, für Docker-Container. Fand ich auf jeden Fall eine sehr schöne Sache und macht den Einstieg in die Docker-Welt auf jeden Fall schon mal wesentlich einfacher. Dann haben wir hier noch eine Frage. Und zwar, habt ihr schon mal etwas mit FreeRTOS gemacht? FreeRTOS? Echtzeitsystem? Sagt mir persönlich absolut gar nichts. Ja, kenne ich. Ja, ich habe, wie gesagt, innerhalb meiner Elektronikprojekte damit ein bisschen gearbeitet. Ja, ist übrigens ja, in Visual Studio Code auch ganz einfach zu managen und zu machen. Also, wenn du dich dafür interessierst, können wir gerne mal einen Stream machen. Ja, mit Realtime-Sachen. Das ist interessant. Aber auch nicht für alle, sondern nur für Leute, die sich da wirklich mit beschäftigen und damit auskennen, ist also nicht das Problem, sage ich mal. Für mich zumindest nicht. Aber ich glaube, 90% von den Leuten, die jetzt gerade zuschauen, werden da sich gelangweilt fühlen. Dann noch die Frage, ist das ein Thema für einen Stream? Ist das ein Thema für ein Video? Ist vielleicht ein Thema, um sich in einem Room oder in einem Bereich von Discord zu treffen. Das war auch gerade meine Überlegung, ob das nicht eher so eine Thematik ist, die man einfach mal gut in einer kleinen Runde für alle, die es interessiert, auf dem Discord. Ja, genau, Thomas, darum geht's. Vielleicht trefft ihr zwei euch doch einfach mal auf Discord. Ich mache euch gerne auch dafür einen neuen Bereich noch bei uns auf dem Discord auf, wo wir dann gerne mal solche Thematiken angehen können. Und vielleicht findet sich ja der eine oder andere, der dann einfach bei der Diskussion dann mit dazustößt. Also die Thematik, ich habe jetzt gerade mal kurz gegoogelt, klingt auch für mich auf jeden Fall interessant. Ich kann zwar am Anfang nicht viel beisteuern, wird aber mindestens mal mitlesen und mich vielleicht ja dann auch irgendwann mit einbringen können. Also wäre jetzt auch eher was, wo ich sagen würde, ist nicht unbedingt für die breite Masse, glaube ich, von daher lieber mal in einer kleinen Diskussionsgesprächsrunde, wie auch immer, auf dem Discord oder so. Ja, FreeRTOS für ESP 32 habe ich mal ein bisschen mitgemacht und Projekte mitgemacht und auch für den STM 32 und so weiter. Da habe ich schon gemacht. Also das. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für Discord in einer kleinen Runde, weil das interessiert eigentlich die wenigsten Leute. Ja, Sven Kretschmer schreibt auch gerade, gibt auch ein Add-on für Home Assistant. Okay, dann könnte man sich das ja in dem Zuge direkt mal mit angucken. Danke für den Hinweis auf jeden Fall. Ja, ich glaube, also ich habe mir jetzt vorgenommen, vielleicht nochmal so als kleinen Ausblick, die kommenden Videos und Streams alles mal so ein bisschen besser zu strukturieren als die letzte Zeit, weil im letzten Jahr hat es mit der Taktung ja eigentlich schon ganz gut geklappt, aber es war für mich privat, wovon ihr natürlich etwas weniger mitbekommen habt, doch extremst stressig teilweise, wodurch ich dann im Januar auch gesagt habe, und jetzt machst du einfach mal einen Monat gar kein Video und ziehst dich mal komplett zurück. Dadurch war der Discord etwas aktiver, was mich auch sehr gefreut hat. Link habt ihr, glaube ich, auch schon oben im Chat, oder? Hatte ich den noch nicht drin? Nee, ich hatte ihn, glaube ich, noch nicht drin. Dann schreibe ich ihn euch noch mal eben. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass der Discord jetzt hier auch immer mehr aktiv wird. Und an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal an alle, die noch nicht bei uns auf dem Discord drauf sind, herzliche Einladung, schaut einfach mal vorbei. Und ja, jetzt im Februar wollte ich wieder loslegen und ich habe mir jetzt überlegt, den Sonntag, weil ich laut
den YouTube-Statistiken gesehen habe, dass Sonntag gerade so von, ich sag mal, 16, 17 Uhr bis 20, 21 Uhr so die meisten von euch auch online sind. Oder sagen wir mal, ob es die meisten von euch sind, aber die meisten der Zuschauer, die meine Videos sehen, so formuliert es YouTube, sind so um diesen Dreh online. Deshalb haben wir gesagt, dann macht es für uns auch am meisten Sinn, wenn überhaupt sonntags für euch zu streamen, denn wir wollen natürlich auch so viele wie möglich erreichen an einem Tag, wo wir uns hier vor den Rechner setzen und live für euch irgendwas präsentieren. Und dann würde ich den Mittwoch fokussieren, an dem immer neue Videos rauskommen. Wie eben schon erwähnt, Mitglieder können dann, je nachdem, wie schnell ich mit der Vorproduktion bin, die Videos schon vorab sehen. Wenn ich die also hochgeladen habe, dann mache ich direkt einen Community-Post für Mitglieder. Und für alle anderen stehen die Videos dann auf jeden Fall am darauffolgenden Mittwoch zur Verfügung. Ja, in diesem Zusammenhang habe ich eine große Bitte. Und zwar bezüglich Discord. Er wird immer größer, die Community wird immer größer, es kommen immer mehr Leute hinzu. Aber ich habe ein großes Problem. Wie gesagt, ich bin noch kein Rentner. Ich habe noch meine Arbeit, ich habe noch meine Familie, ich habe mein Enkelkind, ich habe mein Hobby, nämlich Motorradfahren und sowas, und ich habe wenig Zeit. Wir sind immer noch keine Runde zusammengefahren. Das müssen wir noch nachholen. Auf jeden Fall. Und dann siehst du mal ein Moped. Ja, dann siehst du mal ein Moped. Ja. Oh. Aber was ich sagen wollte, ist, ich kriege hunderte von Mails manchmal von irgendwelchen Leuten, denen ich auch nicht böse sein kann. Bezüglich der Treppensteuerung, bezüglich von der Bridge, von der MQTT-Bridge und bezüglich auch im Nachhinein, wenn wir Streams gemacht haben, hat der ein oder andere noch eine Frage. Und ich war damals so blauäugig gewesen und habe auf irgendeiner Platine mal meine Mailadresse bekannt gegeben. Ja, die stand auf einer Platine. Und mein Mailpostfach, das ich eigens dafür eingerichtet habe, ich meine, das ist nicht kein Mailpostfach, was mir wichtig erscheint. Da kommt alles rein, Spams und was weiß ich, wollen Sie Viagra kaufen? Ja, alles kommt da rein, aber auch eben diese Anfragen zu Support. Und ich möchte mal jetzt ganz deutlich sagen, ich helfe gern jedem. Johann kann es bestätigen und auch andere. Ich helfe gern, wenn ich Zeit habe, helfe ich auch mal face-to-face über Teamviewer oder sonst was. Aber bitte, wir haben ganz tolle Leute im Discord. Und da spreche ich jetzt mal an, jetzt hier den Mick Berlin oder auch den Maffe 68 heißt er, glaube ich, und auch viele andere, die gerne Support-Anfragen beantworten. Wenn jemand ein Problem hat oder eine Frage zu einem Stream im Nachhinein, kommt in den Discord rein, sucht euch dementsprechend den Bereich aus. Das heißt, wenn ihr eine Frage zur Treppensteuerung habt, bitte nicht in Home Assistant fragen, ja, sondern geht in den Bereich Treppensteuerung rein. Schreibt dort eure Frage rein. Daniel sieht es sofort, weil er ist Administrator von dem Kanal und er kriegt sofort eine Pop-up-Message und kann eventuell schon antworten. Und wenn ich online bin, wenn mir das meine Zeit erlaubt, dann werde ich auch antworten. Und wenn es dann nicht gelöst werden kann, werde ich mich mit Sicherheit hinsetzen, denjenigen kontaktieren und dann mal eine Face-to-Face-Session machen am Samstagabend über Teamviewer oder sonst wie, ja, oder über Discord. Aber bitte seht jetzt mal davon ab, mir Mails und schon gar nicht irgendwelche WhatsApps zu schreiben, ja. Das ist einfach, das nimmt einfach Überhand für mich persönlich. Ja, und vor allem der Discord hat auch noch einen zweiten Vorteil. Und zwar, viele gehen oder sind am Anfang, inzwischen wird es besser, gerne dazu übergegangen, sind zwar dann auf den Discord gegangen, haben uns dann aber trotzdem direkt persönlich angeschrieben. Versucht das mal aus einem anderen Aspekt zu sehen. Erstmal,
auch wir machen das alle nur in unserer Freizeit. Wir machen das hier als Hobby und nicht als Unternehmen mit einem 24-Stunden-Support. So, und auch wir haben mal irgendwo unsere Freizeit. Und wenn ihr schnell eine Antwort haben wollt, dann ist es doch für euch auch ein Riesenvorteil, wenn ihr in die Gruppe fragt. Irgendwer wird doch sicher schon mal irgendwie euch bei eurer Lösung weiterhelfen können. Und wir lesen ja trotzdem mit, auch was auf den öffentlichen Kanälen passiert. Und wenn wir helfen können und wir sind gerade am Rechner, dann mischen wir uns auch gerne mit unter das Volk und kommentieren da auch und helfen da auch. Ich denke, das können die meisten auch bestätigen. Aber es profitieren letzten Endes alle davon. Sowohl die Leute, die nur auf dem Discord sind und still mitlesen, weil die lesen dann von dem Problem, was jemand hat, kriegen dann auch direkt die Lösung mit, egal wer jetzt von uns die Lösung da präsentiert. Und das ist viel besser, als wenn 10 Leute die gleiche Frage stellen und sich immer an mich privat wenden oder an den Jürgen privat wenden und wir den Leuten jedes Mal das mitteilen, sagen, hier, so geht's, und am nächsten Tag kommt der Nächste mit dem gleichen Problem und wir müssen es wieder von vorne erklären. Und beim Discord, da hätte man halt die Möglichkeit auch zu sagen, hier, scroll mal eben kurz 10 Beiträge nach oben, da steht's so ungefähr. Und wenn wir sehen, da kommen wiederkehrende Fragen, da haben wir jetzt auch einen FAQ, also wieder häufig gestellte Fragenbereich quasi, erstellt, wo ich dann auch immer schon mal hergehe, wenn ich sehe, okay, das Thema kommt immer mal wieder auf, dann nehme ich mir die Lösung dafür und packe die auch in diesen FAQ-Bereich rein, dass man das entsprechend da direkt nachlesen kann und nicht groß suchen muss. Genau, und das nächste, was ich sagen will, ist, wie stelle ich meine Frage? Wie gesagt, ich kriege Mails mit folgendem Text. Habe ESP32 und möchte gerne flashen. So, Punkt. Klappt nicht, Punkt. Gruß, Willi. Ja, also Leute, wenn ihr eine Frage stellt, und das sehe ich auch hier im Discord, dass zum Beispiel der MIG Berlin oder auch ein anderer ewig mal nachbohren muss, was hat der überhaupt für ein Problem? Worum geht es überhaupt? Stellt die Frage so, dass ihr euch im Vorfeld klar werdet, was will ich überhaupt wissen? Und stellt sie so präzise wie möglich. Ja? Ich kann nichts damit anfangen, ESP32. Denn wie ihr gerade gesehen habt, gibt es von diesem ESP32 verschiedene Derivate, ja. Es gibt den ESP32-CAM, es gibt den von Adafruit, es gibt hier, den ich hier benutze, den ROM, ja. Der ist wieder anders, der hat eine andere Pinbelegung. Wenn ich den flashen will, hier meinen, dann muss ich vorher auf die Boot-Taste drücken, sonst findet er den COM-Port nicht. Also stellt die Frage so, dass ihr eure Hardware. Die Hardware müsst ihr beschreiben, die ihr benutzt. Dann beschreibt doch bitte auch die IDE, die ihr benutzt und was ihr für ein Problem habt. Nicht einfach nur schreiben, hab ESP32, will flashen, geht nicht. Scheiße. Punkt. Gruß, Willi. Ja? Kann ich nichts mit anfangen. Muss ich mich wieder hinsetzen, nachfragen. Dann warte ich wieder auf die Antwort. Dann wieder dies. Stellt doch die Frage präzise. Überlegt euch, was ihr wissen wollt. Stellt sie präzise. Wichtig ist Hardware. Wichtig ist, mit welchem Programm oder IDE ihr das kompilieren wollt. Und wichtig ist, was kommt da für eine Fehlermeldung oder was für ein Problem habt ihr überhaupt? Ja, ein Thema ist Treppensteuerung. Stufe 1 und Stufe 4 geht nicht. Ja, gut. Dann muss ich fragen, welche Version der Platine? Es gibt 2 Stück, es gibt die Mid-Fading, mittlerweile 3. Ja, also schreibt rein, welche Version der Platine habt ihr, was für ein Problem habt ihr und fragt mal richtig nach. Am besten das noch verzögert die Konfiguration die Zeit. Mit dabei, also was habt ihr für Anpassungen am Sketch vorgenommen? Weil ja. Das kann ja auch je nachdem schon die Ursache des Fehlers sein, auch wenn ihr alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habt. Ja, aber ja, also ich als kleines Beispiel, wenn zum ganz zum Schluss jetzt hier mal, möchte ich mal eben folgendes zeigen. Der User, der ist mir lieb und teuer, das ist ein netter Mensch, aber damit kann ich wirklich nichts anfangen. Lass es uns nicht auf die persönliche
Schiene fahren, also keinen Namen, kein nichts. Du darfst gerne nee, ich habe keine zitieren, Namen. aber Ich habe ja, ohne Namensnennung, bitte. ja ohne Namensnennung, aber ich will euch mal zeigen, was ich als Elektroniker für ein Problem habe. Ich muss mal eben diese Sache hier raussuchen. Da habe ich sie schon. Und die brauche ich dann im Kanal. Und zwar ist das die hier. Kann ich die im Original zeigen? Ja, so. Hier seht ihr, hat mir ein Nee, noch User. sehen wir gar nichts. Heißt, ich kann deinen Bildschirm so aufmachen, ohne irgendwas. Ja, ist einfach nur Ja. ein Bild. Ja. Ihr seht jetzt dieses Bild hier. Ja, Das irgendwas ist ist also hier nichts anderes wie eine schiefgegangen. Warte mal eben. Keycat-Schaltplan und er markiert hier einige Punkte in Keycat. Und dann kriege ich nur eben gezeigt oder per Mail mitgeteilt, habt ein Problem, Keycat modert das an. Ja, was modert jetzt Keycat hier an? Ja? Also er zeigt hier in seinem Schaltplan, hat er Pfeile gemacht, an diesen Stellen modert Keycat das an. Ja, jetzt weiß ich natürlich schon anhand des Schaltplans, kann ich mir das so ungefähr denken, was der hier jetzt für ein Problem hat. Ja, das ist eine Schrittmotorsteuerung für einen Laser, für den K40-Laser. Wer sich da auskennt, kennt diesen K40-China-Laser. Ja, und er hat ja eine Platine, will er entwickeln, und er gibt mir diesen Schaltplan und zeigt mir hier die Fehler an. Nur er sagt mir nicht, welchen Fehler er Keycat ausgibt. Er markiert sie einfach nur. Ja, und jetzt sehe ich schon anhand des Schaltplans, klar, aber ich muss den Schaltplan dann auch lange studieren, was er da überhaupt gemacht hat. Und dann sehe ich schon, woran es liegt. Er hat einfach hier oben, wie ich auch bei meinem Kurs gesagt habe, hat er hier einen Powerflag gesetzt für die 12 Volt. Ja, das hat er schon gut gemacht. Ja, also die 12 Volt ist Keycat innerhalb des Schaltplans bekannt. Aber er nutzt ja hier von dem Arduino Nano den 5-Volt-Ausgang, ja, und verbindet dann über Labels diese 5 Volt überall. Ja. Einmal hier und einmal auch hier oben an der Stelle. Und natürlich gibt er nirgendwo Keycat bekannt, woher nimmst du jetzt hier diese 5 Volt? Er muss also auch ein Powerflag setzen, und zwar hier oben an dem Arduino, hier an diesem Label dran, muss er sagen, Powerflag 5 Volt. Ja, da muss er auch ein Powerflag setzen, dann werden diese drei Punkte hier auch verschwinden. Ja, aber die Aussage von dem User war eigentlich nichts. Ne? Und da sitze ich dann dran und möchte dann diesem User gerne helfen. Ist ein netter Mensch, ja, hat das auch wunderbar so gelöst. Aber wie gesagt, er kannte sich mit Keycat nicht so aus. Und da liegt der Fehler. Du musst einfach hier, wenn du heute zuschaust, hier eben die 5 Volt auch ein Powerflag mit angeben, dann verschwinden diese Fehler. Ja. Das nur mal so als Beispiel, was ich meine mit Fehlerbeschreibung, damit Daniel oder auch ein anderer oder ich dann auch helfen können. Das ist wichtig. Ja, So weit, so gut. ich glaube, das Problem, das gedankliche Problem an der Stelle, mich so ein bisschen wiederzuerkennen. Ich hatte da auch so ein bisschen Irrglauben, dass wenn ich ja am V-In des Arduino ein Powerflag setze, weil da kommt für mich ja der Strom her, dass Keycat dann so schlau ist und weiß, okay, und der 3,3 Volt und der 5 Volt Ausgang des Arduinos, sage ich jetzt mal, ja gut, das ist ja dann klar, dass da Strom rauskommt, aber das ist bei Keycat dann nicht zwingend der Fall. Nee, eben nicht. Und Ja, das wie muss man gesagt, halt einmal wissen. Und also nochmal, nicht, dass ihr das hier irgendwie falsch versteht, also es geht nicht drum. Es gibt keine blöden Fragen und da stehen wir auch alle hinter, nö, ne? nö, Also nö. um Himmels Willen, also wir sind keinem böse, auch wenn wir 10-mal die gleiche Frage kriegen. Darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach darum, auf beiden Seiten einfach ein bisschen Zeit zu sparen, ein bisschen zu sensibilisieren. Wie gehe ich die Fehlersuche an und wie stelle ich die Frage richtig, um eben beiden Seiten Zeit zu sparen? Also um mehr ging es jetzt hier an der Stelle gar nicht. Nö, Ja, aber ich ist ein denke, netter das Thema. Mensch.
Ja, das sind extrem viele nette Menschen auf dem Discord, das kann man ja gar nicht anders sagen. Also, wenn ich Ja, das bei diese manchen Sache kam ja. anderen so höre, wie zum Beispiel beim Lars oder so auf dem Kanal, wenn ich da höre, wie lang bei dem die Blockliste ist, wo ich da bei mir jetzt mal geguckt habe und sage, oh, guck mal, ich habe da eine einzige Person drin stehen. Und auf dem Discord halt gar keinen. Und das, also ganz, ganz großes Lob an euch alle da draußen. Ja, gibt einfach nichts zu meckern. Also, das ist jetzt einfach nur mal eine nette Bitte, um so ein bisschen Zeit zu sparen, weil man merkt halt doch, die Community wächst zurzeit echt rasant. Und auch dafür nochmal vielen, vielen Dank. Aber da müssen wir halt auch ein bisschen gucken, dass wir das zeitlich alles irgendwo unter einen Hut kriegen. Ja, in diesem Zusammenhang ganz, ganz herzlichen Dank an die Leute, die sich da im Discord rege beteiligen. Wie gesagt, ich bin nicht lange online, ich bin beruflich viel unterwegs, gerade jetzt zu Corona-Zeiten im Ausland und ich habe große Schwierigkeiten, eine Einreisegenehmigung zu bekommen oder sonst was. Ich habe beruflich viel zu tun, aber ich flüchtig lese ich immer mit und ich stelle fest, dass einige Leute sich sehr rege da an Support beteiligen, MIG Berlin und der MAFFE, die sind da super zugange. Also das muss ich schon sagen. Ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Ihr nehmt mir und Daniel auch viel Arbeit ab, dass ihr da immer rege Support liefert. Ganz tolle Sache. So Patrick, wächst ein Nat, Jo Kanal. sind inzwischen auch sehr aktiv und also Genau. es werden wirklich täglich mehr. Von daher, also auch von meiner Seite da nochmal an alle wirklich ein riesengroßes Dankeschön, weil das entlastet uns an der Stelle auch wirklich immens. Ja, und an alle nicht deutschsprachigen Leute, die Support-Anfragen stellen, bitte könnt ihr auch in Englisch machen. Ich spreche vier Sprachen perfekt. Ja, ich spreche Deutsch, ich spreche Englisch perfekt, ich spreche eigentlich ein perfektes Polnisch und ich spreche perfektes Tschechisch, weil das eigentlich gleich ist mit Polnisch, die ganzen slawischen Sprachen. Habe ich kein Problem mit, also nicht schämen oder nicht zurückhalten, auch wenn ihr der Sprache nicht, stellt sie einfach in Englisch. Daniel kann es auch lesen, ich auch, und dann ist die Sache gegessen. Und nicht gleich böse werden, wenn wir nicht sofort antworten, weil wir haben auch noch ein Privatleben. Genau, so, aber ich denke, das soll es mit diesem Thema auch gewesen sein. Das haben wir jetzt mehr als genug breit getreten. An der Stelle erstmal nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, euch so rege beteiligt habt. Fragen, denke ich mal, gibt es keine mehr. Wie gesagt, die nächsten Videos sind auf jeden Fall dann erstmal wieder zum Thema Home Assistant, beziehungsweise das nächste Video ist zum Thema Home Assistant. Ich glaube, dann die Woche kommen die Nanoleaf-Klons mal endlich. Vorgeschnitten sind sie ja. Ich fange jetzt heute oder spätestens morgen mal an, das Ganze wirklich endgültig zu schneiden. Und ja, alles Weitere würde ich sagen, halten wir euch auf dem Laufenden. Ja. Wenn ihr auf die Glocke geklickt habt, kriegt ihr ja auch, denke ich, immer die Informationen, wenn wir irgendwas Neues veröffentlichen. Ich versuche jetzt auch hin und wieder immer mal wieder so einen Community-Post auf dem Community-Tab im Kanal zu hinterlassen, wenn ich irgendwas Neues mache oder irgendwas Neues plane. Und ansonsten, wie des Öfteren heute schon erwähnt, auf dem Discord kriegt man ansonsten eigentlich auch immer ganz gut mit, wer gerade wo wie dran ist. Die letzten Inspirationen kamen für Videos auch eher vom Discord, weil dann ein User gefragt hat, hör mal, hast du das und das schon mal ausprobiert? Wie geht das? Ja gut, und dann bin ich halt jemand, ich helfe dann auch gerne, also setze ich mich hin, auch wenn ich es noch nicht ausprobiert habe, probiere es dann aus und sage dann hier, so und so kannst du es machen. Und ja, hab mir jetzt angewöhnt, wenn das der Fall ist, und ich denke, das könnte auch für andere interessant sein, wie jetzt eben zum Beispiel das Sortieren der Tankstellenpreise, dann mache ich da eben direkt auch ein Video draus und ja, dann kriegt ihr das Ich habe Ganze halt gerade auch zu sehen. mitgekriegt, dass einer gefragt hat nach diesen Mülltonnensortierungen. Da können wir auch mal einen Livestream mitmachen. Ja? Brauchen wir keinen Livestream zu machen, habe ich das Video schon vorbereitet. Oder hast du fertig dann? Wie man die Mülltonnen, kann ich ja vielleicht mal eben kurz zeigen. Ist jetzt keine optische Schönheit, aber Sekunde, Main,
müsste dieser sein. Jawohl. Hier seht ihr einmal die Tankstellenpreise, also das nächste Video. Und hier habe ich jetzt einfach mal in ganz kurz und knapp nächster Abfalltermin. Hier haben wir als nächstes den Restmüll am 8.2. Und dann seht ihr hier drunter immer Restmüll, Papiermüll, gelber Sack. Wir haben keinen Biomüll, wir haben einen Komposter. Ansonsten könnte man Bio natürlich auch noch hier mit auflisten. Und immer mit dem entsprechenden nächsten Datum, wann der entsprechende Müll dran ist. Und das Einzige, wo ich jetzt noch dran bin, was ich mir heute Abend eigentlich mal noch angucken wollte, ist, ich habe bisher eine Erinnerung von Alexa, dass Alexa mir jeden Sonntag, weil montags wird bei uns immer abgeholt, dass die mir sonntags so zwischen 16 und 18 Uhr sagt, hast du schon den Müll rausgebracht? So, und die Abfrage würde ich jetzt gerne noch erweitern, dass er mir dann eben sagt, hast du den Restmüll schon rausgebracht? Weil inzwischen weiß Home Assistant, dass als nächstes der Restmüll dran ist. Also soll Alexa mir das gefälligst auch genauso sagen. Wenn ich das geschafft habe, gebe ich mich auch entsprechend an das Video. Das kommt also auf jeden Fall auch noch als Tutorial. Ja, schön gemacht. Ja, wie gesagt, optisch, also ich weiß, da gibt es auch noch so ein paar Karten, die die Müllabfuhrgeschichten unterstützen. Also bei Home Assistant, es gibt immer 1000 verschiedene Wege und Möglichkeiten, das Ganze umzusetzen. Wir geben immer nur Anregungen und ja, also wir haben auch einen Vorstellungskanal, Projektvorstellungen. Also ich freue mich auch immer, wenn ihr mir oder uns einfach mal zeigt, was habt ihr denn so alles schon umgesetzt? Finde ich auch immer sehr spannend zu sehen. Also von daher, wenn ihr mal irgendwas umgesetzt habt, wo ihr sagt, boah, das möchte ich euch nicht vorenthalten, immer gerne bei uns im Discord in den Projektvorstellungskanal, schaue ich mir gerne mal an. Und wenn ihr da Bock drauf habt und sich da so das eine oder andere mal angesammelt habt, können wir das auch gerne mal im Livestream durchgehen, dass wir uns einfach mal anschauen, was macht denn so die Community da draußen? Aber ich glaube, das soll jetzt erstmal an Ausblicken für heute reichen. Wir haben jetzt auch die 22-Uhr-Marke geknackt. Heißt, wir sind jetzt 3 Stunden online, von der Unterbrechung mal abgesehen. Ist Lars insofern eigentlich online gewesen? Der war vor dem Stream, hat der mal Hallo in den Chat geschrieben, aber danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Tja. Aber gut, ich glaube, der hat auch keinen Home Assistant. So, dem habe ich ja gesagt, irgendwann komme ich, wenn besser Wetter ist, mal vorbei mit einem Raspberry Pi für ihn und dann kriegt er von mir mal einen Home Assistant geschenkt. Ja, als Elektronikprojekt habe ich ja Daniel schon gesagt und Daniel weiß es auch, bin ich jetzt gerade zugange, mal eine Platine zu entwickeln, die als Power Meter funktioniert, wo ich dann eben zu Hause dann meine 3 Phasen, die ich so in meiner Hausinstallation habe, zu monitoren. Also das heißt, auf welcher Phase wird im Moment welche Leistung gezogen und das Ganze dann in Home Assistant einbinden, so als Do-it-yourself-Projekt mit einer Platine und ohne große elektrische Kenntnisse, weil die ganze Sache funktioniert über diese Stromklemmen, über diese Clamps, ja, die den derzeitigen Strom messen auf einer Phase, beziehungsweise auf alle 3 Phasen dann mit 3 Clamps. Und das wird eine kleine Platine mit einem ESP und einem Arduino Nano. Und die Software ist dann dabei. Und das ist so jetzt das Projekt, was ich jetzt gerade angegangen bin. Das ist wahrscheinlich so in einer Woche oder 2 fertig. Und dann wird Daniel das mal ausprobieren, so mal als Vorschau. Wer dann Interesse hat, kann die Platine dann bestellen und das dann zu Hause nutzen. Also mit Clamps meinst du diese runden Zangen, ne? Korrekt. Genau, genau, ja. Ah, Lars startet gerade selber einen Livestream. Ja, dann kann man ja nachher mal wechseln. Ja. Du bist immer ein bisschen abgehackt, manchmal Ton ich weg. Ich bin abgehackt. Ja, ab und zu ist der Ton weg in YouTube oder überhaupt in Discord jetzt. Ich bin ja mit dir über Discord. Okay. Ja, vielleicht ist mein Gate nicht ganz sauber eingestellt, wenn ich zu weit weg vom Mikro bin. So müsste es eigentlich gehen. Ja, jetzt höre ich dich. Okay.
Gut, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier und ich bedanke mich ganz recht herzlich bei allen Leuten, die zugehört, zugeschaut haben. Wünsche euch viel Spaß mit Visual Studio Code und Plattform.io. Wenn Fragen sind, Discord, wie gesagt. Und bleibt alle gesund. Ich hoffe, dass der Lockdown demnächst beendet wird. Ja, ihr seht das an meinen Haaren, die fallen mir schon ins Gesicht, die Friseure haben alle zu. Ja, und das Hemd ist nicht zu klein, ich bin nicht zu dick, das Hemd ist nur zu klein gekauft worden. Und deswegen, ja, an dieser Stelle muss ich sagen, ich bin gar nicht so dick. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Abend. Ja, bleibt gesund und wir hören uns irgendwann dann wieder. Ja, auch von mir noch einmal ein riesengroßes Dankeschön. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Und ja, ich freue mich wie immer, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt, für euer ganzes Feedback, für eure Fragen. Einfach fürs Dabeisein, fürs Dasein. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video bzw. im nächsten Stream wieder. Verabschiede mich für heute erstmal und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao, ciao.